Ey, wie kann man nach 10 Sekunden schreiben? Happens, hallo. So schnell. Lass mich doch ankommen. Gehen wir eigentlich auf die Gamescom? Happens. Hallo Angel. Ich schreibe gleich nochmal. Gut. Warum steht da nur eine 5? Nein! Geht das? Also ich gehe nicht. Echt nicht? 9. Nein. Shit. Ich gehe nur, wenn du gehst. Achso. Der Router-Otter. Was für ein cooler Name. Moment, aber du bist schon seit 6 Monaten Sub. Entweder hast du immer heimlich gesubbt oder du hast dir einen neuen Namen gegeben. Aber der Router-Otter klingt cool. Mariko, danke schön für 16 Monate. Oder ich bin dumm und hab immer vergessen deinen Namen. Aber ich habe das Gefühl, den Namen noch nie gelesen zu haben. Hallo Lurky. Hallo Anubis. Hallo Megumina. Ich sag, in den nächsten 10 Minuten kommt es Deoxys und dann ist es endlich vorbei. Mariko, du bist ein Delfinator. Und Lurky, du bist ein Olini, Olitena, Olivera? Nee. Oli Broly. Mariko, dankeschön für 16 Monate. Otter, dankeschön für 6 Monate. Die Twitch-App hat mich heute darauf hingewiesen, da dachte ich, ich drück mal drauf. Das heißt, du hast vor 6 Monaten tatsächlich mit diesem Namen gesubbt, aber heute zum ersten Mal hast du es geteilt. Und das mit diesem geilen Namen? Den Namen würde ich ja die ganze Zeit in die Welt posaunen. Demon King, dankeschön für 16 Monate. Olivia Braun. Ja. Die 2 Jahre kommen näher. 16 Monate. Das ist aber abnormal 2 Jahre, weil ich kann mich noch erinnern. Du bist für mich in meinem Kopf immer noch eine neue Zuschauerin. So im kompletten Streaming-Leben betrachtet. Ihr seid quasi die Pokémon-Zuschauer. Das ist immer noch so fresh für mich. Zeit vergeht echt schnell. Das ist crazy, ne? Gleich kommt's, Deoxys. Ich hab... Jetzt einmal kurz aufpassen, dann kommt's. Pass auf. Klick. Aber sag gerne Bescheid, falls du dich entscheiden solltest. Es ist halt genau nach Summer Breeze. Das heißt, ich müsste nach Summer Breeze einfach in München bleiben. Das heißt, ich wäre wieder 2 Wochen nicht hier. Es ist halt immer so dieses dumme Timing. Aber ja, ich sag dir Bescheid. Zumindest können wir jetzt sagen, ich habe dich wenigstens schon einmal anfassen können. Aber natürlich wäre es schön, dich nochmal länger zu sehen. Und auch viele andere. Ich kam dazu, als bei den Vivillons da... Das war ja noch nicht mal der Anfang von Kapu. Das war ja, als das erste fette Update von Kapu kam. Beim ersten Sub hast du es gelesen. Es kann gut sein. Ich vergesse. Und zum Essen eingeladen? Ja. Natürlich. Du weißt gar nicht mehr, wann du gefollowt hast. Wenn du auf deinen Namen klickst, siehst du es. Ich kann es dir auch sagen. 14.07.21. Hallo JJ. Keine Angst, JJ. Du bist gestern gegangen und das Deoxys kam nicht. Anscheinend liegt es doch nicht an dir. Das geht nur am PC.
okay, wenn du halt ein armer Schlucker bist und kein PC hast. 2021, September 2021. Nee, Juli. Ich kam zum Ende nochmal. Ah, vielleicht lag es daran. Wir hatten vor ein paar Tagen unser 6-Jähriges. Wir werden alt. Sag nicht wir, wenn du noch nicht mal 30 bist. Ich kann dir einen Sub vorlesen von Vertu vor 2 Tagen. Du wirst auch langsam grau, mein Freund. Liebe Grüße. Selbst durch die Kamera kommt es hier. Aber ich mag ja mein Salt and Pepper Bart. Reicht dieses Weiß, dieses Grau hier schon, dass Leute sagen, wow, der Leo wird grau? Das sieht man doch kaum. Als ob ihr alle 4K habt. Der Stream ist nicht mal 4K. Das könnte auch einfach Lichtreflexion sein. Mein Bart hat auch graue Haare, ich habe Mitsprachrecht. Nein. Hallo Kevino. Guten Tag zusammen, ich benötige bitte einen hilfreichen Tipp, um Raikou in Kristall zu sehen. Seit mehr als 7 Stunden versuche ich das schon. Hast du mein Video gesehen über die Raubkatzen im Pokéball? Hast du dieses Video gesehen? Das geht nicht um Shiny Hunten, aber da erkläre ich exakt, wie Roamer funktionieren in Gen 2. Aber... Beziehungsweise hast du dir schon die Shiny Hunting Videos dazu angeschaut, wie andere Shiny Hunter Raikou gefunden haben? Das würde ich immer direkt einfach nachmachen. Ich habe die auch alle gesehen, aber es kann halt sein, wenn ich das jetzt wiederhole, dass da Details nicht stimmen mehr, weil ich es nur einmal gesehen habe. Aber soweit ich weiß, in Kristall verscheuchst du ja das erste Mal, wenn du den Turm betrittst, verscheuchst du die Roamer. Außer Suicune, das will dann quasi was von dir. Oder Suicune ist ja Teil der Story. Aber die anderen beiden sollten ab dann in der Wildnis frei herumlaufen. Ich weiß nicht, wie viel du weißt, aber ich hoffe, du weißt, dass in dem Moment, wo du sie verscheuchst, etabliert sich, ob sie shiny sind oder nicht. Ich habe etliche Videos geschaut, aber irgendwie funktionieren alle Tipps bisher nicht. Entei habe ich zufällig gefunden, Meisterball. Moment, du redest doch nicht mal vom Shiny Hunten. Du redest ja von ganz normal. Ja, der Trick ist wirklich, du gehst auf diese Route mit den 3 Ecken, die in der Mitte von der Quarte quasi, bei, was ist das, Dukatia? Nee, nicht Dukatia. Da, wo Mogelbaum stand. Und da sind 3 Routen, die wechselst du die ganze Zeit ab, machst einen Schutz rein, der nur Level 40 Pokémon erscheinen lässt. Tick City, genau. Und dann muss das Raikou kommen. Das kann lange dauern, aber 7 Stunden klingt ein bisschen zu lang. Also wenn du Entei gefunden hast, dann läuft Raikou sicher auch rum. Es kann sein... Ich weiß nicht, welches Level hatte Entei? Ist es 40 oder 30? Ich glaube 40. Oder haben die 40 geändert in Gen 4? Kann auch Level 30 sein. Auf jeden Fall ist dein Pokémon an erster Stelle vielleicht zu stark. Bist du sicher, dass du dauernd die Route wechselst und nicht dauernd auf der gleichen Route bist? Ansonsten einfach zwischen 3 Routen hin und her wechseln bei Teak City und Schutz anmachen. Und ich würde immer so, weiß nicht. Wie lange bin ich immer auf einer Route rum, bis ich zur nächsten gegangen bin? Nicht lang, 10 Sekunden, maximal 30 Sekunden, immer so, halt, weil manchmal kann es halt dauern, bis es kommt, wenn es da wäre. Hallo Marco, muss immer wieder zurückfliegen nach Take City, gerade aus auf Level 30, nehme Topschutz und wechsle immer wieder zwischen den dritten. Wechselt immer wieder zwischen den 3 Routen, ja. Nee, du musst nicht fliegen. Der Wechsel einer Route sorgt dafür, dass der Roamer springt. Also,
Und sobald du halt, also guck dir nochmal mein Video an, wie ich die, da erkläre ich es ja nochmal ganz genau. Ich dachte, du redest von Shiny Hunten irgendwie. Weil da ist es ja nochmal krasser, ne? Da musst du jedes Mal wieder sie verscheuchen und dann es finden. Aber nee. Die drei Routen bei Teak City werden empfohlen. Und dann danach würde ich, so wie ich es gemacht habe, zu dieser Wasserstadt gehen, weil dann sperrst du es ein. Oder halt so, wie du es mit Entei gemacht hast. Wobei, da hast du Meisterball geschmissen. Nee. Das ist einfach krasses Pech dann. Oder du suchst zu kurz, bevor du wechselst. Vielleicht lieber länger suchen, weil manchmal kann es echt dauern, bis es halt kommt. Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Es gibt Gens, in denen quasi, ich weiß nicht, ob es bei Roman ist, aber wo das der Grasbüschel vorgeschrieben ist, wo das Pokémon drin ist. Das heißt, wenn du die ganze Zeit vier Grasbüschel nur checkst im Kreis für 30 Sekunden, findest du es nicht, obwohl es da ist. Ich glaube, das ist in Gen 2 nicht so. Aber du könntest ja einfach sagen, um auch zeitlich das zu machen, in diesem Grasbüschel gehst du einfach jeden Grasbüschel dreimal ab. Und wenn du das gemacht hast, wechselst du die Route, gehst zurück, gehst wieder die drei durch. Aber eigentlich sollte das in Gen 2 nicht so sein, dass ein Grasbüschel quasi vorbestimmt ist, in dem es ist dann. Hallo Carmine. Hallo Benny. Ich habe Lugia auf meinem zweiten Spielstand gefangen. Ich suche jetzt die Katzen für Ho-Ho-Oh. Ich schwöre, ich lösche es, wenn es shiny ist. Es wird schon nicht shiny sein. Hallo Dave. Wann kommt das shiny eigentlich? Jetzt. Wäre cool, wenn der Sprite schon gelb wäre. Das würde einfach cool aussehen. Jetzt. Ich habe gelogen. Hallo Krümel. Unter Take City, also Route 37 und 36, gibt es links und rechts Gras. Kann es rechts oder links sein oder passt es, wenn Raikou gerade auf einer der Routen ist? Also egal, rechts oder links. Also ich bin mir sehr sicher, dass es egal ist, in welchem Grasbüschel du suchst. Aber in meinem Kopf gibt es nur ein Grasbüschel da. Ich guck mir kurz die Map an. Was sagst du, Route 37, 36? Ich weiß, es ist jetzt HGSS, aber ist egal. Eigentlich, es gibt nur dieses Gras hier. Da suchst du. Mogelbaum ist weg. Du gehst hier hoch. Oder ist hier Gras? Auch hier war auch Gras, oder? Warte, ich hole eine alte. Warum ist kein altes Bild von der Route hier? Soll das? Other Generation Maps. Doch, das ist es. Das hier. Ja. Hier oben ist Gras, also hier, das ist Route 36 und in diesem Grasbüschel suchst du es. In diesem Grasbüschel. Du gehst hoch, hier hin, Routenwechsel. Gehst runter, Grasbüschel. Gehst runter, Routenwechsel. Gehst hoch, Grasbüschel. Gehst hoch, Routenwechsel, gehst runter, Grasbüschel. Da ist kein Gras. Da, hier, du siehst, dass hier Gras ist. Ach, hier ist Gras. Hier ist auch Gras, stimmt. Ich bin blind. Hier ist auch Gras. Ja, also soweit ich weiß,
ist es egal, wo du suchst, weil es eben nicht vorbestimmt ist, in welchem Grasbüschel es ist. Ich habe nur gemeint, um sicher zu gehen, könntest du einfach wirklich jeden Grasbüschel die ganze Zeit abfahren und nicht nur so ein bisschen da drin. Weil ich weiß, es gibt Gens, wo quasi das Pokémon sich einen Grasbüschel aussucht und du musst diesen Grasbüschel treffen. Ich glaube nicht, dass es hier so ist. Hoch, runter, checken, runter, checken, hoch, checken, runter, checken, hoch, checken. Die ganze Zeit hin und her. Aber es ist einfach krass, dass du es nach 7 Stunden nicht hast. Das ist falsch. Hier. Hallo Azrael. Auf 37 links ist Gras und rechts unter den Aprikobäumen ist Gras, sowie auf 36 links und rechts von Muggelbaum. Ja, du kannst alle Grasbüschel checken. Also du checkst auf überall. Also ich bin mir sehr sicher, dass du es die ganze Zeit schon richtig machst. Nur vielleicht wechselst du zu schnell die Route. Und solltest einfach nochmal doppelt so lange im Gras suchen. Und dann erst wechseln. Hallo These, Tease. Ich habe vergessen, wie. Verdammt. Ich habe mir kein Trinken geholt. Wir müssen den Stream abbrechen. Hallo Philipp. Aber krass, dass du seit 7 Stunden das nicht findest. Aber du hast Entei gefunden. Das heißt, Raikou läuft auch rum. Was für ein Sauwetter. Da, wo du bist. Vergiss nicht. Irgendwo anders ist schön. Tizi. Tizi. Tizet. Was habt ihr heute schon gemacht? Ich gehe zurzeit um 12 ins Bett und stehe um 9 auf. Und ich habe das jetzt schon 3 Tage durchgehalten. Ich bin richtig erwachsen. Sag nur, bei dir ist es schön. Oh, das ist schön. Ich war halt schon draußen. Wir waren essen. Haben Pokémon Go gespielt. Sind am Meer entlang gelaufen. Dann sind wir auf einen weißen Schimmel gestiegen und sind den Sand entlang galoppiert. Du hast SpongeBob Schlacht und Bikini Bottom durchgespielt. Nice. Und jetzt lernst du den Speedrun. Any% ist irgendwie 1 Minute. Wegen dem coolen Controller-Trick. Und dann habe ich das Garados-Video aufgenommen und schon grob geschnitten. Und jetzt ist noch nicht mal 4 Uhr. Geschenkt, ey. Euch regnet es den ganzen Tag? Das ist scheiße. Lass uns weiter über das Wetter reden. Ich habe gehört, das sind die tiefgründigsten Gespräche, die man führen kann. Wusstest du, dass es dass Sonne keinen Sonnenbrand geben kann, wenn es durch Glas scheint? Weswegen du im Auto keinen Sonnenbrand kriegst. Oder nur sehr, sehr schwierig. Und jetzt sagt ihr, Leo, das stimmt nicht. Ich habe schon mal einen Sonnenbrand im Auto gekriegt. Nein. Hast du nicht. Stimmt nicht. Doch. Da habe ich mal mit einem Arbeitskollegen gestritten drüber. Das war ein typischer Streit oder eine Diskussion, die quasi niemals... Also die niemals auf eine Einigung rausgelaufen wäre, weil wir beide über 2 verschiedene Sachen geredet haben. Und dann mussten wir erstmal etablieren. Glasscheiben filtern nur eine geringe Menge UV-Strahlung. Aber genug. Weil mein Arbeitskollege hat damals gesagt, Autofirmen installieren extra quasi einen UV-Schutz in ihre Scheiben rein. Damit du keinen Sonnenbrand im Auto kriegst. Da habe ich gesagt, Bullshit.
Er hat gesagt, doch, du kriegst in einem Auto keinen Sonnenbrand. Ich so, das ist aber Quatsch. Selbst die krasseste, dieser blaue Streifen da oben ist was anderes. Aber selbst die krassesten Autounternehmen machen nicht einfach Scheiben, die UV-Strahlung rausfiltern. Er hat gesagt, doch, sehr wohl, weil du kriegst da. Und so haben wir ewig lang hin und her, während die Lösung ist, dass Glasscheiben an sich UV-Strahlung rausfiltern, weswegen automatisch jedes Auto UV-Schutz hat. Aber ja, nicht 100% natürlich. Aber genug, dass es ewig dauern würde, dass du irgendwie einen Sonnenbrand kriegst. Ich nehme aktuell gerne das wechselhafte Wetter. Die letzten Jahre waren temperaturmäßig schon krass. Die sind immer noch krass. In Indien ist es so heiß, wie es noch nie jemals in Indien war. Es war nur so heiß in Indien, als der Urknall stattfand. Da war es kurz sauheiß. Hallo Michi. Das Garados-Video ist 20 Minuten lang wird sein. Was zu lang ist dafür, dass ich... Aber die Erklärung davor. Ich muss doch erklären. Ich kann nicht einfach ein 3-Minuten-Video hochladen, wo ich das Garados finde. Nein, die Erklärung. Deswegen mache ich doch Videos, damit es Leute nachmachen können. Aber wer macht das schon nach? Wird irgendjemand es nachmachen, das Level 1 Garados sich zu holen? Die Ultra-Gen 5-Fans vielleicht, die Bock haben, Festival-Missionen zu machen. Es lohnt sich halt sogar nur, wenn man 2 DS-Systeme hat und 2 verschiedene Spiele. 1 zu 10.000, ich weiß nicht, ob sich das jemand antun will. Sagt das der Glasscheibe in meinem KTW? Was ist denn ein KTW? Da ich die Weißfleckenkrankheit habe, eine Genmutation sich verhindert, dass sich Melatonin einlagert. Überall. Also ich kenne das mit den Flecken quasi. Musst du aufpassen, wenn ich den ganzen Tag am Steuer sitze, da ich sonst einen Sonnenbrand auf den Händen kriege. Ja krass, wenn man natürlich gar keinen hauteigenen Schutz hat, dann ist jede. Dann musst du ja auch im Winter rausgehen mit Sonnencreme. Was man ja anscheinend sowieso machen soll inzwischen, ja, überliest man so, oh, ihr müsst immer Sonnencreme tragen, selbst wenn es im Winter keine Sonne und selbst in der Nacht. Aber ich glaube, also, ich verstehe, wenn das Leute machen wollen, die wirklich aufpassen wollen, keine Falten in ihrem ganzen Leben zu kriegen. Krankentransportwagen. Ah. Krankenwagen. Ich meine, es gibt diese Bilder von den LKW-Fahrern, die seit 50 Jahren LKW fahren. Und dann gibt es da so krasse Porträts, die von vorne fotografiert sind. Und da ist wirklich die linke Seite von dem Gesicht ist einfach komplett verfaltet und sowas. Und die andere Seite nicht so krass, weil die halt im LKW sitzen und immer die Sonne von der einen Seite abkriegen. Aber das ist halt über Jahre hinweg und mit offenem Fenster oder nicht, aber halt über Jahre hinweg. Aber ja, ich kenne inzwischen so viele Frauen, die wirklich, wenn sie sich schminken oder wenn sie sich in der Früh fertig machen, einfach auch Sonnencreme auftragen. Oder halt diese Gesichtscreme mit UV-Schutz. Aber ja, weil einfach auf Langzeit gesehen, das wahrscheinlich hilft, nicht so schnell Falten zu kriegen. Aber who cares, wir sind Kerle, wir kriegen Falten. Und ich krieg noch nicht mal Falten, ich habe nicht mal so viele Falten. Das liegt auch daran, dass ich... Wobei ich dafür, dass ich nicht wirklich Alkohol trinke, mache ich das wieder wett, indem ich einfach nichts trinke. Was, glaube ich, genauso kacke ist. Zu wenig trinken und Alkohol trinken ist ja im Endeffekt... Ich meine, Alkohol trinken ist noch schlechter natürlich, aber... Im Endeffekt kriegt man, glaube ich, Falken, weil man ja austrocknet, weil die Haut austrocknet. Das heißt, wenn ich nichts trinke, ist das, glaube ich, auch kacke. Mir tun die Leute, die eine Sonnenallergie haben.
Ich hätte jetzt im Urlaub eine Sonnenallergie. Es gibt bestimmt Leute, die, du meinst wahrscheinlich Leute, die wirklich nicht in die Sonne können. Klar. Aber Sonnenallergie kann jeder haben. Also jetzt die mal eben. Da juckt's dir 3 Stunden lang und dann geht die wieder weg. Ich habe viele Falten wegen der Neurodermitis. Ist das ein Symptom davon? Happy Shiny Farming. Hallo Louis, der Dinosaurier. Louis! Hallo. Danke. Shiny hattest du auch. Offiziell hat jetzt Safari Week angefangen. Ich lag heute früh im Bett und habe mir kurz überlegt, soll ich morgen einfach hier in den 4 Spielständen in die Safari-Zone gehen und auch was machen? Aber ich muss meine Projekte weiterführen. Ich kann mich jetzt nicht ablenken mit Safari. Vor allem gibt's nichts, was ich in der Safari-Zone unbedingt noch brauche. Aber ich habe noch nie ein... Habe ich jemals... Nee, ich habe noch nie ein Shiny in einer Safari-Zone gefunden. Oder? Nee. Die sogenannten Mondkinder, gestimmt, ja. Es gibt auch irgendwie 2 Leute auf der Welt, die gegen Wasser allergisch sind. Kam mal bei Galileo. Rauchen und Bier ist gleich Lebenselixier. Ey, das reimt sich. Kelrika, du bist ein Shiny. Das erste Mal jetzt in 3 Streams, dass wir ein Shiny haben. Shiny Natu. GG. Rauchen und Bier, Lebenselixier. Ja. Allergisch gegen Wasser, wie machen die sich dann sauber? Wie trinken die, ist eher die Frage, die ich mich stelle. Nee, die sind, glaube ich, nur... Also die Haut ist allergisch auf Wasser, wobei die Haut auch innen ist. Keine Ahnung, Galileo oder so. Es ist, man weiß es nicht so genau. Vielleicht ist auch etwas im Wasser, wodurch das Wasser immer krass gefiltert sein muss oder so. Keine Ahnung. Man kann froh sein, wenn man gesund ist. Selbst ja, auf jeden Fall. Fenaro. Manche mögen es, manche hassen es. Ich mag's nicht. Glurak. Glurak. Aber viel wichtiger, was ist das hier? Das ist seltsam. Einfach 2 Starter ineinander. Tyrabel. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das war nicht so hübsch. Okay, hübsch ist es auch nicht, aber es ist wenigstens cool. Ursa King? Oder Letering? Letering, besser. Letering. Das ist wirklich ein Sasquatch. Sasquatch? Bigfoot. Shiggy und Bisasam, ja, das war gerade Shiggy und Bisasam. So eine krasse Sonnenallergie stelle ich mir auch krass vor. Ja, so wie halt Mondkinder, ja. Aber Sonnenallergie, ja, ich habe als Kind oft Sonnenallergie gehabt und jetzt letztens im Urlaub auch. Da bist du einfach in der Sonne und ich hier als Streamer-Kellerkind sitze hier und dann kriege ich auf einmal so krass viel Sonne und meine Haut ist so, was? Und dann ist es nicht nur rot, sondern so rot gefleckt und juckt wie Sau und dann... Noch ein Sonnenstich dazu und alles. Das war Glumanda und Flemly. Pikachu und Evoli. Die sind sogar auf ihren eigenen Schweiß allergisch. Den Beitrag hatte ich auch gesehen. Okay, dann wenigstens bilde ich es mir nicht ein. Ist aber auch krass. Ja, nicht schwitzen. Aber was ist das? Nicht gut. Was ist das? Was kommt hier für Kleinscheiß? Besser. Hässlich. Was ist das? Was kommt für komischer Kacke heute? Ariatok. Turiados. Nee. Ich will eine gute Sache jetzt.
Okay, das ist cool. So stelle ich mir Mondkinder vor. Irgendwie, oder? Wenn wir jetzt drüber reden gerade. Über Jahrzehnte hinweg. Über genetisch ein Licht auf dem Kopf, weil sie immer im Dunkeln sein müssen. Ist jetzt gemein, aber das hat mich gerade irgendwie erinnert. Kann auch ein Digimon sein, ja. Die Welt zwischen Digimon und Pokémon ist sehr dünn, wenn man anfängt, sie zu fusionieren. Sonnenstich ist auch nicht lustig. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich im Urlaub war, habe ich einen Sonnenstich gekriegt. Das geht bei mir so schnell. Vor allem, wenn du keinen Hut trägst. Am Anfang ist das so, ja, ich muss unbedingt mit Glatze rumlaufen, damit ich mal richtig Sonnentanke auf meinem Kopf. Und dann 10 Minuten später so, oh, mir schwindelig. Sonnenstich hatte ich schon oft. Ich meine, ich glaube, also nicht so krass, es gibt ja Sonnenstiche, da geht es dir so schlecht, dass du kotzen musst und sowas. Das ist wie eine Gehirnerschütterung, glaube ich. Das ist einfach so krank, dass das Gehirn einfach verschmort. Aber so, dass du abends komplett fertig bist und dann so Schüttelfrost hast, das habe ich sau oft. Aber geht ja alles wieder weg. Oder der Typ, der 20 Liter am Tag trinken muss, damit er nicht verdurstet. Was? Und was hat der? Extreme Ausscheidung. Oder schwitzt er einfach so krass? Der schwitzt am Tag 15 Liter. Es gibt schon crazy Sachen. Was, Glatze? Wo? Hier. Warum? Soll es ein Gehirn sein? Tangelorb? Tangoball? Tangoball. Oh, hat gepasst. Immer langsam den Körper an die Sonne gewöhnen. Den Hoden in eiskaltes Wasser tunken. Ich habe Angst, dass mein Deoxys verbuggt ist. Es kann doch nicht sein, langsam. Ich hatte noch nie so eine lange Hand. Nicht ansatzweise so lang. Mein längstes war 10.000 mit Arktos. Aber gut, wenn wir hier auf 40.000 kommen, dann ist zeitlich gesehen definitiv, also wenn wir es durch 4 teilen und so, dann sind wir bei 10.000, aber eigentlich dürfen wir es nicht durch 4 teilen. Es geht nicht um die Zeit. Zeitlich gesehen bin ich noch lang nicht bei meiner längsten Hand. Aber was die Encounter anbelangt, wird es langsam ungemütlich. 26262 geht nicht. Doch. Nein, geht nicht. Hallo Sophie. Du bist bald in Kreta. Es sind zwar im Moment sehr heiß da. Hey, einfach nicht rausgehen. Du wirst auch im Schatten braun. Ich hatte gestern Abend noch die Eingebung, dass du Offcam es vermutlich ganz schnell findest. Ja, aber ich habe nicht weitergemacht gestern. Was habe ich gestern Abend gemacht? Ich habe Let's Go gespielt. Und das ist krass, wie schnell man in Let's Go zu Arktos kommt. Dann habe ich noch rausgefunden, was ich nicht wusste, dass man Helix und Domfossil in der Mewtwo-Höhle finden kann, zu jeder Zeit. Einfach als verstecktes Item. Und schwuppdiwupp, auf einmal hatte ich alle Pokémon und habe jetzt, vielleicht habt ihr es auf Twitter heute gesehen, ihr alten Twitter-Köpfe. Ihr seid doch da den ganzen Tag bestimmt. Dass ich jetzt jeden Software-Pokédex voll habe. Ist eigentlich krass, dass ich das vorher nie gemacht habe. Es war mir immer nie so wichtig. Aber irgendwie hat es mich jetzt gepackt und jetzt habe ich jedes Spiel nochmal ausgepackt auf der Switch und wirklich jedes Pokémon gefangen. Ja, ich habe gestern noch Let's Go gespielt, habe jetzt da den Pokédex voll. Der nächste Schritt wird sein, jede Fähigkeit in Home zu registrieren. Da fehlen mir nur noch 6 Stück. Es sind aber, glaube ich, 6 versteckte Fähigkeiten. Also keine Ahnung, wie ich die mal eben bekommen soll. Wobei, solange sie in Kamsin und Popo sind, ist es ja easy. Und dann der Attackendex. Beim Attackendex fehlen mir, glaube ich, noch so 30, 40 Attacken.
keine Ahnung, ob das schwer wird. Ob es da irgendwie Attacken gibt, die nicht mehr zu kriegen sind oder so. In modernen Spielen. Und danach fehlen mir nur noch die Erfolge. Und das wird ein Unterfangen, weil da brauche ich eure Hilfe. Also da hoffe ich, dass ich ein paar von euch auch dazu inspirieren kann, das zu machen, weil dann können wir uns gegenseitig extrem helfen. Oder zumindest eine Person es auch machen will. Ich habe gestern in Let's Go Evoli Shiny Luck, obwohl ich gar nicht geshinyhuntet habe, einfach plötzlich an Shiny Taboga gespawnt. Nice. Ohne, dass du eine Kette hattest. 1 zu Schillerpin 2000, glaube ich. Du hast kein Problem, braun zu werden. Ich brauche ewig, um braun zu werden. Ich bin jetzt braun geworden, so ein bisschen. Aber dafür, dass ich nur wenn ich in die volle Sonne gegangen bin, habe ich Sonnencreme aufgetragen. Aber ich war die ganze Zeit sowieso hauptsächlich im Schatten und habe mich nicht eingeschmiert. Und ich bin echt, also ich weiß noch, als Jugendlicher, ich bin so schnell braun geworden. Und inzwischen bin ein kleiner Weißscheibe, Weiß Milchschnitte, aber nur der innere Teil. Käsebrot. Ja, Brot ist braun. Ich bin nur einfach Gouda. Eventuell bei einem Attackenerinnerer? Ja, das ist klar. Aber es gibt ja auch Attacken, die es heute nicht mehr gibt. Und ich weiß nicht, ob Home die dann auch noch drin hat quasi. Es gibt ja sowas wie Blubber. Ich glaube, Blubber gibt es nicht mehr. Blubstrahl gibt es noch, aber Blubber gibt es zum Beispiel nicht mehr. Oder Blubber wurde Blubstrahl? Weiß nicht. Montag wollte ich im Vertania-Wald Bisasam als Shiny finden. Nach 5 Stunden hatte ich keine Geduld mehr. Was ist die Chain, die du haben musst für bestes Shiny Luck? 99, oder? Oder noch höher? Bisasam. Und du willst es in Let's Go holen, weil Karmesin und Purpur ist es ja sehr einfach. Nur 31 kann nicht sein. 31 ist viel zu wenig. Nein, es muss viel höher sein für maximale Shiny Luck. Jetzt muss ich wieder Fake News korrigieren gehen. Let's Go Shiny Chaining. In Let's Go sind es 31. Niemals! Okay. Nur 31 ist so wenig. Das geht so schnell. Doch, Leo, glaub uns. Ich habe euch schon oft was geglaubt und es war einfach falsch. Man sollte danach weiterfangen für die 1 zu 276. Ja. Aber Moment, das verstehe ich nicht. Also erhöht sich doch die Shiny Chance? Jetzt muss ich es nochmal googeln, weil ich meine Tabs immer sofort zumache. Shiny Raid with Lure. Shiny Raid with Shiny Charm with Lure. Nee, hier steht bloß 31 plus. Und je nachdem, was du halt noch hast, Lockduft oder sowas, ist es dann mit allem zusammen 273. Aber mehr als 31 bringt dir anscheinend nichts. Aber was es, glaube ich, bringt, ist, dass umso höher deine Chain ist, desto mehr erscheinen ausschließlich davon. Ne? Das ist, glaube ich. Irgendwann kommen ja wirklich nur noch zum Beispiel Traumato, wenn du eine Chain von 100 hast, keine Ahnung. Hallo Anpilon. Hallo Sky Optics. Moment, ich sage immer Sky Optics, aber du heißt ja Sky Opticus. Warum habe ich immer Sky Optics gelesen? Ich habe das U immer nicht gesehen. Sky Opticus. Bisa ist aber ein Rare Spawn, da kommt trotzdem immer nur eins. Echt, dann kommt trotzdem. Ich weiß, dass es ein Rare Spawn ist, beziehungsweise die heißen ja anders. Irgendwie. Weiß nicht. Ja. Die kommen, sobald man eine Chain von 10 hat, von irgendwas. Aber wenn man dann nur Bisasams fängt, was natürlich dauert, und eine Bisasam-Chain anfängt,
Dann müssen die doch häufiger kommen. Scheint die Kamera rupt, ist easy zu erkennen. Ja, es ist sehr dunkel. Das wievielte Shiny Leggy wäre Deoxys? Shiny Leggy? Also wir suchen 4 Shiny Deoxys. Ich habe 1 RNG manipuliert, 1 gefailed, 1 habe ich gefunden. Und jetzt sind wir seit 26.292 am dritten dran und danach brauchen wir noch 1. Leggys selber gefangen in Shiny habe ich... Ich glaube nur das Arctos aus Gen 1... Das Lugia und Ho-Oh aus Gen 2. Ich glaube, sonst habe ich noch nie... Ah, und die Regis. Regirock, Regice und Registeel. Regice. Regidrago und Regieliki habe ich nicht. Sonst habe ich, glaube ich, keine Legis jemals gehuntet. Ich habe bisher hauptsächlich gebrütet und halt irgendwelche besonderen immer gesucht. Nee. Ich meine, ich habe Mewtwo in Go gefunden. Aber das zählt nicht, weil ich das irgendwann ersetzen will. Aber ich habe ein paar trotzdem, weil Happens mir seine geschenkt hat. Habe ich sonst echt nichts? Ich glaube nicht. Ich meine, du kannst immer Ausrufezeichen Shiny Decks machen, dann siehst du, was für Shinies ich habe. Und da sind ein paar Legis dabei, aber... Viele wurden mir geschenkt. Die will ich irgendwann natürlich ersetzen, weil ich alle natürlich selber haben will. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich Arctos bloß. Die Regis und Lugia und Ho-Oh. Hallo Sloth Gushti. Habt ihr zum Beispiel auch das komische Phänomen, dass in Legends Arceus so häufig Shiny Luxtra auftaucht? Nö. Du bist halt die ganze Zeit an der Stelle, wo ein Luxtra auftauchen kann. Ich war halt nie an der Stelle, wo Luxtra auftauchen kann. Ich war tatsächlich einer von denen, die Shinux aktiv geahntet hat. Ich weiß, viele haben immer gesagt, oh, ich habe goldene Shinux. Ich hatte nie eins. Bis ich angefangen habe, danach aktiv zu suchen. Genauso wie Hopspross. Viele sagen in Kamisin und Purpur, sie sehen die ganze Zeit Hopspross. Hopspross in Shiny. Ich hatte nie einen Shiny Hopspross in Kapu. Das ist halt einfach random, gell? Hallo Wimmer. Innerhalb einer Woche mal 5 oder 6 gehabt. Ich meine, da bei mir war es Venofliebes, weil ich habe eine Zeit lang Incognitos gesucht, da in den Sumpflande. Crimson, irgendwas. In den Sumpflanden. Und da fliegst du halt ständig über ein Venofliebes drüber. Und ich hatte in einem Stream, glaube ich, 3 Venofliebes in Shiny und kein einziges Incognito. Also es kommt halt, wenn du eine Route hast, wo immer ein Luxtra ist, ist klar, dass ständig dieses Luxtra in Shiny kommen kann. Aber ich bin halt nie wahrscheinlich die Route geflogen, die du fliegst. Demon King, Brüllschweif. Bei Daniela. Das werde ich heute anfangen, im Shiny zu handeln. Brüllschweif, hast du es noch nicht? Brüllschweif ist sehr einfach zu kriegen. Was war's? Ich glaube einfach Feenrezept, Feenrezept und dann Ebene 4. Und alles ist voller rosa Bälle. Mit Incognito habe ich noch gar nicht angefangen. Habe in letzter Zeit eher Runde Rune Factory 5 gedaddelt. Das habe ich Rosa empfohlen und die hat das dann angefangen. Aber es hat sie irgendwie nicht gecatcht. Sie hat es, glaube ich, schon so 10, 20 Stunden gespielt. Aber ich glaube, es hat ihr nicht gefallen, dass es doch ziemlich viel Gekämpfe ist und nicht nur Farming. Jay Gamer, du bist ein Decidueye und auf Deutsch Silvaro. Sowas. Geist? Brüllschweif Geist? Nee, du machst doch für Brüllschweif. Ich meine, es kann sein, dass Brüllschweif nicht Fee ist, aber.
Ist Fee Psycho? Ja, eben. Was sagst du dann mit Geist? Bist schon wieder bei einem anderen Thema mit Geist. Hornliu für Wimmer. Es tut mir leid. Ich hatte das zur Release geholt, angespielt, in den Schrank getan und vor 2 Monaten habe ich dem Spiel nochmal eine Chance gegeben und ja, eigentlich nice. Ja, Rune Factory hat eine riesige Fangemeinschaft. Es ist halt nicht nur Farming, es ist nicht nur Animal Crossing, es ist auch... Oder nicht nur Stardew Valley, es ist auch RPG, JRPG, Kämpfen, Stuff. Gestern Garados, heute Horny. Ah, du hattest gestern Garados? Nachdem ich vorgestern Garados hatte. Oh. Neue Hot Ones Folge mit Heidi. Noch nicht gesehen, wir haben die gestern angeschaut. Man muss schon sagen, Heidi Klum weiß, wie man sich vermarktet, wie man quasi entertaint. Sie ist halt so, ich habe nie gemerkt, was für einen krassen deutschen Akzent Heidi Klum eigentlich hat. Man könnte ja denken, dass nach 40 Jahren dieser Akzent irgendwie mal weg ist. Aber nee. Ich meine, er ist nicht krass, aber er ist definitiv, ne? Also, du weißt sofort, okay, Deutsch. Und ständig so, ja, mein Ehemann. Ich denke, oh mein Gott, Tom Kaulitz, Ehemann. Das passt irgendwie nicht, aber hey. Wo die Liebe hinfällt, wa? Und dann, aber schaut die Hot Ones Folge von Heidi Klum an, denn sie zieht sich aus. Nice. Aber das war auch bestimmt geplant von ihr einfach. Also Teil 5 ist mein erster, die Vorgänger möchte ich irgendwann mal nachholen. Ja, ich fand den Vorgänger von Heidi Klum auch ganz um einiges besser. Nein. Kommt da auch noch nicht drauf klar. Tom Klum, nein, Heidi Kaulitz. Ich muss durch den Benzin, hinter die Welt, bis ans Ende der Zeit, bis mein Leben zerfällt. Hi Tom. Nein. Brangelina und Jennifer Lopez und Ben Affleck, haben die einen Namen eigentlich? Jeffleck? Lopleck? Bennifer. Ah, Bennifer war's. Ben Affleck und Jennifer Lopez. Bennifer, stimmt. Es geht nicht immer. Die einzige akzeptable Version davon ist von Calejon. Echt, die haben das ge... Die haben das gecovert. Tohaido. Stimmt. Was ist das? Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Heute kommt nur Schrott. Wie heißt er? John Stone hat gestern Gen 2 gespielt und hat den Ditto-Glitch versucht und hat einiges verkackt. Oder halt nicht vorbereitet. Aber das ist einer von den Glitches, die ist ja einer der bekanntesten Glitches. Der Ditto-Glitch in Gen 2. Der Shiny Ditto-Glitch. Aber es ist einer von denen, die ich noch nie gemacht habe. Aber das sind dann so die Videos, die ich machen will, wenn irgendwann Gen 1, 2, 3 für die Switch kommt. Aber ich würde halt nicht unbedingt behaupten, dass es sich lohnt, den Shiny Ditto Glitch zu machen. Aber es ist halt schon auch lustig. Oh ja, der macht gerade einen Living Dex in Gen 2. Ich weiß gar nicht, ob man Living Decks in Gen 2 haben kann, ohne Gen 1. Ich glaube, es geht gar nicht, weil Arctos, Zapdos und Lavados sind in Gen 2. Wobei doch, oder? Doch, die sind im... Nee.
Das Kraftwerk, wo zum Beispiel Zapdos wäre, da ist ein komplett anderes Gebäude drin. Wo man dann extra Story machen muss, um weiterzukommen. Das heißt, Mewtwo weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Mewtwo-Höhle ist auch zu. Ich glaube, die Legis muss man alle aus Gen 1 übertragen, damit man sie in Gen 2 hat. Ich war nie der Meinung, dass es sich überhaupt lohnt, in Gen 2 zu handeln, außer man will halt. Ja, lohnen, genau das meinte ich halt. Es würden so wenige Leute machen, weil es sich einfach zeittechnisch nicht lohnt. Und wenn, ja, wobei, dann fände ich es aber immer noch cooler, wenn man es so macht, wie ich es mal machen wollte mit Endivir, dass man halt so den Stammbaum runtergeht und dadurch die Shininess sich erleichtert. Weil das finde ich um einiges cooler, als ein Ditto zu nehmen. Ich finde diese Vorbereitung dann so cool, dass man so, okay, du mit dem, männlich, weiblich, und dann habe ich am Ende das in Shiny. Das finde ich halt viel cooler. Aber es geht ja nicht mit weiblichen Startern. Inzwischen habe ich auch mein weibliches Endivir. Hast du eigentlich mal in Safari-Zone Käfer-Turnier Shinies gehandelt? Bin am Überlegen wegen Sichler in Gen 2, aber dieses Risiko würde mich wahnsinnig machen. Nee, ich selber habe nie Safari-Zone gemacht. Zählt Käfer-Turnier eigentlich bei Safari Week? Eigentlich sollte es zählen, weil es funktioniert ja ähnlich. Du hast 30 Bälle. Du musst hoffen, dass es drin bleibt. Und du hast am Ende einen Turnierball. Nee, weil mich würde es auch viel zu krass frustrieren bei 1 zu 8000 und dann läuft es weg. Ab heute ist Safari Week, wo Leute das wieder in Massen angehen. Aber auch dieses Jahr mache ich, glaube ich, nicht mit, weil mir sowas wie Deoxys einfach gerade wichtiger ist. Weil wir müssen mal vorankommen. Ich komme nicht voran. Zum Glück kam das Gyarados jetzt super schnell. Jetzt können wir am Montag anfangen mit Gen 6, aber hier? Also, ich habe ja eigentlich noch eine komplette Kolosseum-Hand vor mir. Die neue Twitch-App-Version ist so kacke. Immer. Einmal kurz antippen und er scrollt schon zum nächsten Streamer. Meinst du wirklich Handy-App oder benutzt du die App auf dem PC? Die App auf dem PC würde ich ja nie benutzen. Ich glaube, die wurde auch jetzt nicht abgeschafft, aber halt, die wird nicht mehr geupdatet. Oder? Niemals die App benutzen. Handy, ja. Twitch legt inzwischen richtig viel Wert auf die Handy-App, weil die ja ständig daran arbeiten, weil ihnen bewusst ist, wie viele inzwischen auf dem Handy schauen. Aber ich finde, ja doch, es machen schon viele. Aber dadurch, dass sie halt so viel daran arbeiten, kommt halt auch Scheiße dabei rum. Aber wenigstens machen sie was. Vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, da konnte die App noch nichts, einfach gar nichts. Gute Besserung, Dave. Ich schaue auch manchmal Streams auf dem Handy, aber halt nur, wenn irgendwas Wichtiges gerade ist, was läuft und ich will ins Bett gehen. Dann gucke ich da noch weiter, wie zum Beispiel ein Speedrun oder sowas. Ich gucke gerade einen Speedrun und dann so, ja, aber ich sollte mich jetzt ins Bett legen, ich sollte langsam schlafen, aber der Speedrun geht noch eine Stunde, lege ich mich ins Bett und dann eine halbe Stunde später wird irgendwas verkackt und ist der Speedrun eh zu Ende. Sowas gucke ich dann im Bett. Aber ansonsten, ich habe halt keinen Spaß daran, Livestreams auf dem Handy zu gucken. Ich finde, das ist PC oder halt großer Bildschirm. Vor allem wegen den Emotes. Es ist immer noch krass, dass... Ich meine, es ist auch logisch. Twitch will die Twitch-Emotes oder die Custom-Emotes nicht unterstützen. Weil da ja noch krasser Schrott dabei sein kann. Aber trotzdem brauchen wir irgendetwas. Weil das ist der Grund, warum ich keinen Bock auf die Twitch-App habe. Weil wenn ich die aufmache, der Chat ist einfach nur Text. Weil Emotes nicht wirklich funktionieren. Man muss dann so ein extra Fenster aufmachen. Also es gibt ja eine App, die dann den Chat perfekt zeigt, aber dann siehst du den Stream nicht. Vielleicht gibt es inzwischen auch einen Twitch-Viewer, komplett eine andere App, wo alles geht.
Aber nee, für mich ist Livestreaming, also für mich ist inzwischen, wo ich mich auch vor 5 Jahren noch gewehrt habe, aber inzwischen ist es logisch. Für mich ist, wenn ich Content auf dem Handy anschauen will, dann ist es Hochformat-Content. Und Breitformat-Content ist halt für mich PC irgendwie. Aber ja, vor allem bei Livestream, weil wenn du den Twitch-Stream drehst, dann hast du zwar ein Breitformat, aber es wird trotzdem kleiner, weil der Chat halt noch irgendwo hinpassen muss. Bei YouTube-Videos geht's. Nee, ich mag Livestreams am Handy nicht. Suiji ist richtig close am 120 Sterne World Record. Werten den grad. Warte, den hat Simply war jetzt oft richtig nah dran. Der schafft's bald, ey. Wieder Cheese? Echt? Dann ist das aber auch schon wieder neu. Davor war es nämlich Green Suiji und Weegee. Weegee hat ihn, glaube ich, vor Cheese. Das habe ich nicht mitgekriegt. PC kann man aber nicht so schön mit ins Bett nehmen. Wenn du ein Tablet hast schon, wenn du ein Laptop hast schon. Hallo Dynamax. Aber ja, die beste Reaktion, die es jemals auf dem Speedrun gab, ist die von Green Suiji auf 16 Sterne. Nur noch die von Simply übertrifft es, weil sie emotional ist. Aber die Reaktion von Green Suiji auf 16 Sterne ist... Warte, jetzt habe ich Bock, die anzuschauen. Es ist einfach so krass, vor allem wenn man halt weiß, wie krass es ist. Weil es ist einfach so insane. Ihr müsst euch vorstellen, Mario 64 ist ein so optimiertes Spiel, dass es inzwischen so schwer ist, da einen Weltrekord zu machen. Und der hat es halt geschafft, wirklich keinen Fehler zu machen. 16 Minuten lang, 15 Minuten lang hat er keinen Fehler gemacht. Weswegen er so reagiert, wie er reagiert. Weil jemand müsste das jetzt so schaffen, nur noch besser als er. Und er hat es schon nahezu perfekt gemacht. Deswegen schreit er halt, dass die Kategorie tot ist, weil es wird niemand schaffen, es so genau zu machen, so perfekt zu schaffen. Und seine Reaktion ist einfach nur Gold wert. Das ist so geil. Und er ist halt, wie alt ist der da? 17? Aber es ist auch, man denkt jetzt übertreibt, aber es ist, diese Reaktion ist nicht übertrieben einfach. Das ist einfach, der hat Geschichte geschrieben in dem Moment, das ist abnormal. Keiner kann es schaffen, ihn zu übertreffen. Sieht so gut aus. Und hinzu kommt, dass er irgendwie da, was, 16, 17 ist. Das ist so krank. Auf jeden Fall. Ich liebe Speedruns. What the fuck? Aber es ist auch, diese Reaktion ist komplett legitim. Also, ist abnormal. Und wenn der jetzt noch 120 schafft, hat er dann alle Kategorien? Nee, er hat doch 1 und 0 schon wieder verloren, glaube ich. Oder 0 zumindest. Die meisten Tablets haben doch auch Android. Ja. Trotzdem kannst du da Google aufmachen und Twitch gucken. Hallo Maurediven.
Ich habe vorhin auch eine Lugia-Hand auf YouTube gesehen, also da war deine Reaktion echt nichts gegen gewesen. Jetzt, wo ich mir die Gyarados-Reaction jetzt ein paar Mal angeschaut habe, wegen dem Video. So, für meine Verhältnisse habe ich bei dem Gyarados auch ein bisschen überreagiert, oder? Da werden sich auch ein paar denken, warum freut er sich so? Das ist ein Gyarados. Aber es ist krasser als ein Shiny, genau genommen. Dieses Gyarados ist krasser als ein Shiny. Und ich habe so abnormales Glück gehabt. Aber ja, manche Leute freuen sich extrem über ein Shiny. Ich würde so gern Pokémon Speedruns machen, aber wenn ich die schon langweilig finde zum Zuschauen, dann werde ich die bestimmt noch langweiliger finden, sie selbst zu machen. Deswegen habe ich ja so gehofft, dass Legends Arceus geile Speedrun-Taktiken hat. Hat es aber nicht. Hallo, Holy Wolf. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Gen 6 auf dem Emulator spielen soll oder auf meinem DS. Weil es sieht auf dem Emulator schon besser aus. Aber es ruckelt halt manchmal, weil es halt emuliert wird. 3DS-Emulation ist nicht perfekt. Und vor allem, also ich weiß, warum es ruckelt, aber man kann nichts dagegen tun. Es ruckelt, weil die Shader geladen werden müssen. Und zumindest auf der Wii U-Emulator auf jeden Fall. Da kann man halt alle Shader vorladen. Beziehungsweise, das stimmt auch nicht. Da muss man Ordner finden, wo alle Shader drin sind. Und ich finde keinen für XY. Ich glaube, weil dann wird es nicht mehr ruckeln. Vielleicht gucke ich noch einmal, ob ich einen Shader-Ordner finde auf irgendwelchen shady Seiten. Aber ich will halt nicht, dass das Spiel jedes Mal ruckelt. Aber es sieht schon wirklich besser aus. Aber ich glaube, so viele Leute hat es jetzt auch nicht gestört, wie pixelig Gen 5 aussah. Es ist halt so. Ist halt ein DS-Spiel. Aber es macht schon ein bisschen mehr her. Aber ich will auch nicht ein ruckliges Spiel spielen. Aber es ruckelt immer nur dann, wenn ein neuer Shader gefunden wird. Was halt am Anfang die ganze Zeit ist. Der Typ hat bestimmt 5 Minuten nur da gesessen und nur no, 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 oh mein Gott, no way, no way, no way gesagt. Ja. Es kommt halt auch drauf an, mit was für eine Einstellung man in so eine Shiny-Hand geht. Wenn jetzt hier das Deoxys kommt, jetzt ist so, es ist, ich weiß, also ich freue mich schon, wenn es kommt. Jetzt. Okay. Aber es ist jetzt schon so tief drin bei 26.000, dass es jetzt, also ich erwarte, dass es kommt. So, ich bin glücklich, dass es vorbei ist. Beziehungsweise ich muss dann noch weitermachen. Aber es ist inzwischen diese Selbstverständlichkeit. Es ist inzwischen selbstverständlich, dass es gleich kommt. Aber bei dem Gyarados habe ich mich halt extra gefreut, weil es so unfassbar früh kam. Wie bei dem Ho-Oh und dem Lugia. Deswegen würde ich sagen, ja doch, das wird glaube ich jeder sagen. Frühe, ungewollte, spontane Shinies sind die Creme de la Creme. Lässt du die Gen 6 Streams auf YouTube hoch? Ja, ich lade alles auf YouTube hoch. Auch diesen Stream hier lade ich auf YouTube hoch. Auch wenn die Deoxys Streams jetzt bestimmt nicht so interessant sind. Und manche Leute benutzen es halt irgendwie zum Einschlafen. Einfach im Hintergrund mich laufen lassen, meine Stimme. Aber ja, jeder Stream wird auf meinem VOD-Archiv hochgeladen. Und so auch alle Gen 6 Streams. Irgendwann wird die Freude zu einer Art Erlösung. Ja, aber auch bei der Erlösung wird irgendwann was überschritten, dass es nicht mehr Erlösung ist, sondern Selbstverständlichkeit. So, du bist so frustriert, dass es keine Erlösung mehr ist, sondern ein so, ja, Zeit wird's so. Ja, Zeit wird's. So eine Selbstverständlichkeit. So, ja, natürlich. Aber mal gucken. Mal schauen, was passiert, wenn jetzt ein Deoxys kommt. Ich sag so, cool.
Nach der Spätschicht immer nice, die Videos zu gucken. Cool. Deswegen gibt's den Kanal. Ich warte auf die Wots auf Twitch und nicht auf YouTube. Da kannst du lange warten. Geh doch einfach auf YouTube. Wesen schon gecheckt? Ich sollte mal zwischenchecken. Du hast vollkommen recht. Ich habe nämlich extra nochmal alle IDs und SIDs geändert. Dass alle jetzt wirklich unterschiedlich sind. Aber wir könnten mal wieder zwischenchecken. Aber es wäre unlogisch, wenn sie gleich sind. Das war so ein krasses Glück oder Pech, dass das so war, als du das gesagt hast. Aber gut, wir checken zwischen. Wie? Hier? So? Wir können ja kurz auch mal probieren, was wäre, weil ich will es ja vielleicht in was anderem fangen, im Hyperball. Kurz mal checken, was ich für eine Attacke machen könnte, um nicht drauf zu gehen. Also hier ist klar, überlebt er ein Rasierblatt? Hier ist die erste Attacke, glaube ich, Gesang. Ich weiß nicht, was eine Attacke ist hier. Ich mache mal Body Slam oben und hier die zweite. Was ist das? Okay, Body Slam killt Deoxys. Blöd. Das andere bei Chanera, keine Ahnung, was das war. Dann probieren wir mal die. Was? Achso. So. Was ist das hier? 15 pp. Passiert auch nichts. Okay. Ich glaube, Traumfresser hat. Nee, das kann nicht sein. Was ist das? Oh, Eisstrahl. Aber das sollte auch killen, weil ich einfach 73 bin. Okay, ich glaube, ich mache nur Gesang und Schlafpuder. Ich kann das Deoxys nicht angreifen. Aber das ist okay, weil Deoxys hat nicht sehr viele PP. Ich darf dem eigentlich gar nicht wehtun. Damit ich kein Verwirrungsproblem kriege, kein Verzweifler. Ja. Das war der Plan, jetzt fällst du wieder ein. Also habe ich ja auch das davor gefangen. Einfach Schlafpuder oder Gesang und dann Hyperbälle draufschmeißen ohne Ende, wovon ich irgendwie 150 habe, was reicht, weil bis dahin macht's Verzweifler. Und dann letzte Möglichkeit schmeiße ich einen Meisterball. Okay, aber jetzt fange ich es einmal. Nur bei YouTube kann ich ohne Premium nichts nebenbei auf dem Handy machen. YouTube ist kacke. Dann hol Premium. Die Twitch-Worts sind mir aber auch lieber. Soll ich die Twitch-Worts wieder anmachen? Dann können wir aber keine Musik mehr hören. Dann müssen wir das hier hören. Wo bin ich? YouTube Premium ist jeder Cent wert, korrekt, finde ich auch. Und wir haben Familienkonto, Rosa und ich, wir teilen es sogar durch zwei. Dann kostet es irgendwie nur 7, 8 Euro oder sowas im Monat. Und du hast halt die ganze Videobibliothek der Welt frei vor deinen Füßen. Okay, wir bleiben einfach hier drin. So. Oder will ich das auch fangen? Ich wollte es auch fangen. YouTube ist vollkommen überteuert im Vergleich zu Twitch. Hä, natürlich. Twitch hat ja auch nicht ansatzweise so viel guten Content wie YouTube, was? Auf YouTube hast du komplett Spotify. Also YouTube hat ja auch ein eigenes Spotify. Und wenn du das YouTube Premium hast, kannst du einfach jede Musik der Welt umsonst hören, quasi. Ist ja alles mit inbegriffen darin. Klar ist YouTube teurer. Wie? So. Ich habe weder Spotify noch TikTok. Ja. Sehr schön. Aber ich passe mich gerne euch beiden an und mache wieder die Twitch-Bots an.
die keiner guckt. Außer ihr zwei. Mal gucken. Wenn ich die ganze Zeit Copyright-Claims kriege, dann mache ich das wieder aus. Aber es ist nur zum Schutz aus, ne? Wo will ich hin? Hier. Fuck, wie gehe ich jetzt? Gar nicht, ne? Okay. Auf jeden Fall. 45, 103 ist so ein krasser Unterschied. Aber wir schauen aufs Wesen, das da, wo ne, hier steht. Hier steht das Wesen. Die unteren zwei haben das gleiche Wesen. Oder? Ja. Das oben hat ein anderes Wesen und wir sind hier bei 130, 130, 23, 121. Was? Es ist doch was? Wie soll das? Wie? Warum? Erklärt es mir. Warum? Wie? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es jetzt schon wieder passiert. Kannst du aufhören, mich jedes Mal daran zu erinnern, das zu checken? Du machst mir alles kaputt. Es kann doch nicht. Wie? Jetzt muss ich es nochmal checken. Und ich wette, wenn ich es jetzt nochmal checke, ist es wieder unterschiedlich. Interessant. Es kann nicht sein. Macht keinen Sinn. Meine S-ID und ID-OT, alles OT nicht, aber alles ist unterschiedlich. Jetzt checke ich es nochmal und jetzt ist wieder alles unterschiedlich. Ich verspreche es dir. Ich check's jetzt nochmal und es ist wieder unterschiedlich. So wie letztes Mal. Die anderen zwei sind komplett gleich. Das wissen wir nicht. Weil es kann trotzdem sein, dass sie die gleichen Stats haben. So eine Scheiße, ey. Ja, und die unteren zwei wackeln auch noch unterschiedlich. Seht ihr das? Das heißt, ich habe noch nicht mal den gleichen Frame getroffen. Aber gut, wir machen es nochmal. Es macht keinen Sinn. Es ist sowas von ein. Es ist so unlogisch, dass es die gleichen sind. Das kann nicht sein. Vor allem jetzt nicht mehr. Hier. Liegt das an der RNG, weil du alle vier relativ gleich startest? Nein! Das kann nicht daran liegen, weil das RNG bei jedem Start von einem Spiel neu gerandomized wird. Bei Smaragd wäre das so. Natürlich. Aber hier ist das nicht so, weil bei jedem Neustart wird komplett random bestimmt, wo das Shiny ist. Deswegen macht es ja keinen Sinn. Deswegen ist es einfach nur so, dass wir halt, weil es nur Level 30 ist, das Deoxys, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es die gleichen Eevees hat. Wir müssten es halt in Pika-Hex reinladen und gucken, ob es auch die gleichen IVs hat. Wenn es auch die gleichen IVs hat, dann ist es wirklich das Gleiche. Und selbst dann kann es immer noch sein, dass es Zufall ist, aber natürlich dann nicht. Deswegen finde ich das so krass, weil es kann nicht sein. Bei einem Neustart vom Spiel wird random bestimmt, wo die Shiny Frames sind. Sonst wären die Shiny Frames ja dauernd gleich. Und das ist nicht so bei Feuerrot. Oder Blattgrün. Das zeige ich euch jetzt, indem jetzt die Stats von den drei komplett unterschiedlich sind. Und gerade war es wieder nur ein dummer Zufall. So. Unterschiedliche Wesen haben wir schon mal. Ja, alle. Okay, ja, alle Wesen sind unterschiedlich von allen drei. Und die Stats sind auch unterschiedlich. Wo ist die Logik? Wo? Ich meine, brauchen wir Beweis genug?
Das Einzige, dass ich mir wirklich erklären könnte, ist, dass wenn, dass ich tatsächlich den gleichen Frame treffe auf drei Spielen. Aber selbst dann sollten sie nicht gleich sein. Die Logik ist, dass wir einfach gerade wieder krasses Glück hatten, dass zwei die gleichen Stats hatten. Das waren nicht die gleichen Deoxys, aber sie hatten halt sehr ähnliche Stats. Was krank ist. Aber sobald es einmal unterschiedlich ist, ist es der Beweis, dass sie unterschiedlich sind. Und es macht auch keinen Sinn, dass sie gleich sind. Es macht keinen Sinn. Weil ein Glücksfaktor drin ist. RNG-Faktor. Und jetzt habe ich ja sogar die SID und ID umgestellt bei allen drei Spielen. Bei allen vier Stellen habe ich unterschiedliche... Ich habe sogar den Timecode umgestellt. Also beim einen Spiel habe ich 178 Stunden, beim anderen Spiel 179 Stunden und sowas. Also es ist ja sogar das ist jetzt anders. Also es macht einfach keinen Sinn. Genug Wesen gecheckt, wird Zeit für ein Shiny. Ja. Und zwar links oben bitte. Ich will ein deutsches Deoxys. Das war wieder geil, aber direkt gleich wieder. Bei dem einen kann man es halt nicht wissen, weil es wird ja zur Verteidigungsform. Das heißt, das war vielleicht auch gleich. Nur durch die Verteidigungsform ändern sich halt die Stats. Aber da war das Wesen sowieso anders. Weil das Wesen ändert sich, glaube ich, nicht dadurch, dass es Verteidigungsform ist. Nee, kann nicht sein. Macht irgendeiner von euch denn bei der Safari Week mit? Seid ihr nicht so weak wie ich und macht bei der Week mit? Bam, 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 bam. Ich muss mir was zu trinken jetzt holen. Ich habe Granatapfelsirup, wovon ich einen Tropfen in mein Wasser reintue und es ist schon zu süß. Ich bin in dem Alter, wo Wasser alleine mir nichts mehr gibt. Ich brauche den kleinen Geschmackskick. Dafür habe ich Leute mal früher ausgelacht. Ich kenne Leute, die früher schon so waren, von wegen, wie du trinkst pures Wasser. Ich kann nicht pures Wasser trinken, das schmeckt so langweilig. Und ich so, hä? Ich mache nichts anderes, ich trinke einfach nur pures Wasser. Und inzwischen bin ich auch so. Dass ich pures Wasser einfach tot langweilig finde. Ich mache an meinem Legi-Projekt weiter. Richtiges Wesen plus passender Ball. Keine Zeit für die Safari Week. Exakt. Aber es ist auch krass. Wie viele Wesen gibt's? 32? 18? 20? 24? Genug. Wie definierst du ein gutes Wesen? Competitive oder was dir persönlich am besten zum Pokémon passt? So wie freches Evoli oder hartes Groudon? Aber nee, ich habe noch nie Wert auf Wesen gelegt. Ich finde es so interessant, dass Shiny Hunter immer so, wenn Shiny kommt, es ist ein sachtes Wesen und so Wert drauf legen. Ich habe das noch nie so verstanden. Weil es gibt so viele Sachen, auf die man gucken könnte, wie der Spruch oder... Ja, okay, mehr nicht. So viel gibt es nicht, auf was man Wert legen könnte. Aber irgendwie hat sich das so etabliert, dass man da sagt, oh, ein freches Shiny Evoli. 25. Ich glaube, wenn ich es machen würde, dann würde ich... Ich fände es cool, wenn man halt ein Wesen findet, das quasi keinen Effekt hat. Die finde ich cool. Die fünf Stück, oder? Oder die so durchgehen quasi. Diese Kein-Effekt-Wesen. Oder natürlich das, was... Competitive-mäßig am meisten Sinn macht, also hart oder mäßig. Meistens. Yuki, du bist ein Piplup, Plinfa.
Blinfa, Blinfa. Chimpep, Chimpep. Und da ist das Shiny. Nicht. 2, 6, 5, 4, 0. Oh, 2, 6, 5, 4, 3. Geht leider nicht. Ich schaue nach den Stats von Pokémon. Wenn der Spezialangriff der beste Stat ist, fange ich das Pokémon mit einem mäßigen Wesen. Also quasi achtest du so competitive-mäßig drauf, sodass das Pokémon für einen Kampf, sodass es battle-ready am ehesten ist. Und dann gibt es noch die, die darauf achten, dass es perfect IVs hat. Ah, das macht eigentlich echt nur Sinn, wenn man brütet. Also perfect IVs bei Runaways oder Soft Resets. Eieiei. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit eigentlich? Ich schätze mal, dass Legis eher gute IVs haben. So irgendwie, dass mindestens 3 perfect IVs sind. Aber wenn man jetzt so einen Blutzuck im Gras sucht, dann muss es ja... Was soll es? Max 31. 31 mal 6. Sind ja dann einige. IVs ist mir dann doch zu viel. Verstehe ich. Versteckte Fähigkeit wäre noch ein Ding. Aber das ist halt auch so ein Breeding-Ding. Aber es hat alles nicht mehr das, was es mal war, weil man inzwischen alles hintrainieren kann. Bei der Fähigkeit soll die das echt auch mal machen. Dass da steht, mit welcher Fähigkeit man es bekommen hat. Und das Pflaster ist dann zusätzlich. So wie beim Wesen auch und bei den IVs. Es macht keinen Sinn, dass das Wesen tatsächlich geändert wird. Die Fähigkeit. Da sollte, wie sollte, weil da steht ja gefangen, naiv. Und dann ist es trotzdem irgendwie mäßig. Und so sollte auch da stehen, gefangen mit Fähigkeit Statik und einfach im Fangbildschirm, wo das Wesen auch steht, sollte einfach stehen, mit welcher Fähigkeit man es gefangen hat. Verstehe ich nicht, dass sie das einfach überschreiben lassen. Also es ist ja schon ein fetter Unterschied, ob man ein Pokémon fängt mit versteckter Fähigkeit oder nicht. Ich kann jedes Pokémon so aussehen lassen, als hätte ich es mit versteckter Fähigkeit gefangen. Das kann nicht angehen. Mein Bisofunk in Gen 5 muss legit aussehen. Wobei tut's ja auch, weil es kein Zeichen hat. Wobei... Ich kann es einfach übertragen auf Schwert und Schild und da ein Pflaster geben. Man wird es nicht merken. Das ist Quatsch. Das muss irgendwo niedergeschrieben sein, dass die Fähigkeit gefangen wurde und die nicht gefangen ist. Ich muss mal mit Game Freak reden. Es geht so nicht. Ich finde, eine der coolsten Sachen, die ich gemacht habe, war echt, jedes Zeichen zu fangen. Jedes Saber mit jedem Zeichen zu fangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so zum einen schwierig wird, vor allem an den Stellen schwierig wird, die ich nicht vorhergesehen hätte, und dass es tatsächlich so viel Spaß macht, so sich reinzufuchsen, wie man jetzt tatsächlich ein Nebelabzeichen kriegt oder Nebelzeichen kriegt. Titel? Zeichen. Wie man das Nebelzeichen kriegt oder das Gourmet-Zeichen oder das scheiß Partnerschaftszeichen. Alle hätten gedacht, das Partnerzeichen ist einfach zu bekommen. Ja, wenn du sowieso das Spiel spielst. Aber gezwungen, eins zu kriegen, jetzt in dem Moment, dauert ewig. Aber das ist so eine Sache, wo Pokémon Home echt noch ein Update verdient. Die Bänder und Zeichen sieht man nur auf der Home-App, aber auf der Switch-Home-Version siehst du die Zeichen nicht. Was ist das für ein Quatsch? Ich muss doch auf ein Pokémon gehen können und dann muss es da eine Stelle geben, wo mir angezeigt wird, welche Zeichen es hat oder welche Ribbons es hat. Das kann doch nicht angehen. Dass ich die Zeichen nur auf dem Handy sehe,
Was sehe ich denn nur auf der Switch und nicht auf dem Handy? Auf dem Handy kann ich statmäßig, glaube ich, echt alles sehen. Und warum dann auf der Switch nicht die Zeichen? Das macht so gar keinen Sinn. Wäre das nicht irgendwann langweilig? Was denn? Das hier? Natürlich, aber ich rede ja vor mich hin. Es ist noch unlangweiliger, wenn wir Konversation führen. Aber willkommen zum Shiny Hunten. Anscheinend Shiny Huntest du nicht. Sonst würdest du ja nicht sagen, ist das nicht langweilig? Bald haben wir 27.000. Ich habe Angst, dass es auf 30 geht. Ich kann auch nicht direkt bei meiner ersten langen Hand auf 30.000 gehen. Ich muss mich doch langsam steigern. Ich werde es nie steigern können. Hoffentlich. Ich kann auch nicht irgendwann dann sagen, oh ja, lass mal auf 40.000 gehen. Geht doch nicht. 30 muss echt Max sein. Ich finde, das sollte reinprogrammiert werden. 30 Max. Ich finde Ribbon Master interessanter als das mit den Zeichen. Ribbon wolltest du auch machen, oder? Ja. Ribbon ist, also ich meine nur Zeichen, ich dachte nicht, dass Zeichen so interessant wird. Weil es ja schon einige Zeichen gibt, die besondere Aufmerksamkeit brauchen, die schwer zu kriegen sind. Besondere Taktik muss man anwenden, wie mit dem Nebelzeichen. Ne? Das war voll, das war so, what? Nebelzeichen ist möglich, aber nur wenn du rausglitscht und sowas. Das war crazy. Aber ja, Ribbon Master ist natürlich um einiges interessanter, weil es über Generationen hinweg geht und halt auch wirklich schwierig ist. Vor allem, wenn du die ganzen Kampfturm-Ribbons dir holen willst. Das will ich auch machen, ja, aber ich weiß noch nicht, mit welchem Pokémon. Ich würde schon gern auch mit einem Pokémon machen, das alle haben kann. Aber das ist halt wirklich nur eine Handvoll. Also ich meine wirklich, die Pokémon würdest du alle in einer Hand halten können. Das sind 6 Stück oder sowas, mit denen das geht. Dann am liebsten natürlich mit einem Shiny. Oder mit meinem Lieblings-Pokémon Zedraking. Aber ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, ich denke ja immer in Videos. Und wenn ich ein Video darüber mache, dann sollte es ja eigentlich schon eins sein, was alle haben kann. Auf der anderen Seite, alle ist wirklich zeitaufwendig. Vor allem hasse ich halt kämpfen. Und die meisten 80% gehen halt darum zu kämpfen. Battle Tower hier, League 100 mal hier, was nicht alles. Was ist heute mein Liebling? Oh, Mewtwo ist heute mein Liebling. Oh, okay. Ist vertretbar. Du Shiny hattest auch, aber ich meine 26k. Ich habe auch mal stolze 9 Stunden versucht, Shiny Frostelka zu bekommen. Shiny Frostelka? Wo hast du das versucht, 9 Stunden lang? Ich meine, wir können ausrechnen, wie lange ich an diesem Deoxys sitze. Wie viel war ein Reset? 30 Sekunden. Also die Hälfte von 26, 13.300. 13.300 Minuten durch 4. Nee. Doch. Durch 4? Mal 4? Nee, durch 4. Also 26 durch 2 durch 4 mal geteilt durch 60 sind die Stunden, die ich daran sitze jetzt hier. In Gen 2, ja, da sind 9 Stunden bisher noch früh dabei, wahrscheinlich. Gen 2 ist krass, ja. Aber dann verstehst du es doch. Manchmal muss man halt einfach da durch. 26, 6, 1, 2, geteilt durch 4, geteilt durch 2, ist gleich 3000, geteilt durch 60. Ich sitze an diesem Deoxys seit 55 Stunden. Nur an diesem Deoxys. Danach kommt noch eins. Davor gab es ja schon eins. Vor allem, ich meine, ob jetzt ein Pokémon länger dauert als das andere, ist ja, was Langeweile betrifft,
Ich meine, immer bei dem Gleichen zu sein, ist definitiv langweiliger, als die ganze Zeit abwechselnd zu machen. Deswegen, ich mache ja nicht nur Deoxys. Ich mache in der Zwischenzeit auch ab und zu Giratina. Oder ich brüte Eier aus für meine 100.000 Eier-Challenge. Wo ich übrigens jetzt bei 11.000 bin. 11% haben wir schon. Es dauert echt länger, als ich dachte, 100.000 Eier auszubrüten. Aber es ist logisch. Deswegen, ich mache am Tag hier maximal 1.000 Resets von Deoxys, was ja relativ schnell geht. Ich hoffe auch, dass dieses Deoxys mal live kommt. Also ich mache das ja nur live, weil ich will mindestens ein Deoxys live finden. Weil langsam glaubt man mir nicht mehr, dass ich Shinies finde, wenn ich die immer nur offline finde. Du hast es dann nicht mal bekommen. Du hast ja auch nach 9 Stunden aufgegeben. Ich meine, ob ich jetzt das Deoxys kriege oder erst in 10.000 kriege, ist ja irrelevant, weil wenn ich das Deoxys kriege, erstens versuche ich danach direkt das nächste Deoxys zu kriegen. Und wenn ich das habe, mache ich das nächste und das nächste und das nächste. Das wird ja nie aufhören. So wie ich ja Shiny hunte, wird es nie, also es gibt zwar das Ziel, jedes Shiny einmal zu haben, aber danach gibt es noch viele weitere Shiny-Ziele, die man sich machen kann. Wie ein Shiny Pichu aus Pokémon Box oder ein Safari Week Shinies und sowas. Also da es sowieso unendlich ist, braucht man mit Langeweile gar nicht anfangen, weil es geht ja danach sowieso weiter. Selbst wenn ich mein Ziel erfülle, geht es danach direkt weiter. Du hast Fostelga irgendwann mal random bekommen. Ja, hoffentlich, aber nicht in Gen 2. Aber ja, Ribbon Master ist erstmal so geplant, dass ich das Shiny Entei, also nachdem ich alle Deoxys habe, mache ich weiter mit Shiny Entei in Kolosseum. Wenn ich das Shiny Entei in Kolosseum habe, ist die Frage, ob ich dann noch Raikou und Entei mache, was inzwischen sich nicht mehr so freudig anhört, weil Entei schon ein bisschen zu lange dauert. Aber mit diesem Shiny Entei möchte ich, aus diesem Shiny Entei möchte ich dann Ribbon Master machen. Wo viele Ribbons wegfallen, weil es ein Legis ist. Legis können viele Ribbons nicht haben. Aber sie können halt nur die Nerving nicht haben. Wie Battle Tower. Aber ja, Ribbon habe ich eigentlich weniger Bock als auf Retro-Achievements. Auf Retro-Achievements habe ich um einiges mehr Bock. Was auch besonderer ist. Es gibt halt so viele abgefuckte Pokémon-Spiele, wo man Trophäen suchen kann. Wo man dann aus so einem scheiß Pokémon-Spiel so ein eins, was keiner kennt, dann doch irgendwie was machen kann, weil man halt so ein Ziel hat. Alle Achievements zu finden. Ich wollte auch mal sowieso ein Video darüber machen, so ich habe die 5 schlechtesten Pokémon-Spiele gespielt. Ich habe noch nicht nachgeguckt, was offiziell die 5 schlechtesten Pokémon-Spiele sind. Und ich rede nicht von Main Games, sondern so von, keine Ahnung. Hey You Pikachu ist sicher dabei. Hallo Henriette. Danke Grimlock. Hallo, hallo, hallo Henriette. Bibidi babidi bu. Ich muss mal gucken irgendwie auf Metacritic, welches Pokémon-Spiel die schlechteste Bewertung hat. Und dann will ich die 5 schlechtesten spielen. Mal gucken. Elden Ring wann? Niemals, Itako. Das kannst selber spielen. Wer will denn Elden Ring spielen? Das ist viel zu einfach. Die wahre Challenge seht ihr hier. A drücken und im richtigen Moment einmal B zu drücken. Mein Partner spielt Elden Ring. Dann hast du doch Elden Ring-Bespielung zu Hause.
Ich habe es noch nie angefasst. Mir wird sicher gefallen. Ich liebe die Spiele. Aber keine Zeit. Keine Zeit für so eine Kinderkacke. Wir müssen tatsächliche Kinderspiele spielen. Die Oxys, please! 26.664. 6666 geht leider nicht. Deoxys, was ist mit dir? Wer hat dir auf den gelben Kopf gekackt? Und jetzt traut es sich nicht mehr zu kommen. Jetzt muss ich erst duschen gehen, stundenlang. Wer hat mir auf den Kopf gekackt? War es der Maulwurf? Nee, der Maulwurf war der, dem auf den Kopf gekackt wurde. War es der Hase? Nein, das sind kleine runde Köttel. War es die Kuh? Nein, das sind Pfaladen. War es das Pferd? Nein, das sind riesige Äpfel, Pferdeäpfel. Was war noch dabei? Vogel. War es der Vogel? Nein, die ist weiß. Was war noch dabei? Insekten? Nee. Kackeninsekten? Ja. Ich glaube, das war's schon. Das Buch war 5 Seiten lang. Hase, Pferd, Kuh. Und dann die Auflösung war der Hund natürlich. Wer hätte es gedacht? Mensch? Mensch haben sie komischerweise nicht gemacht. Das wäre ein bisschen... Also wären sie sehr mutig gewesen. Ein Mensch. Vogel. Ein Fisch haben sie auch nicht gemacht. Blub, 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 blub. Ich war gestern eh auch da, war aber am Lurken, habe keine Tastatur beim Fernseher. Wenn du aber tatsächlich schreiben willst, ohne Tastatur, musst du einfach nur dein Handy rausholen und auf Twitch schreiben. Dein Handy ist die Tastatur für Twitch. Und wenn du sowas wie Denkchat benutzt, heißt es Denkchat? Denkchat, ja. Ich habe Dark Souls 3 gespielt, aber aufgehört bei der Hälfte. Dann hast du aber sehr viele gute Dark Souls 3 Sachen gespielt. Also, gute Bosse gesehen. Wenn du alles neu machen würdest, wie lange würde es dauern bis zu diesem Spielstand? Das siehst du links oben bei der Zeit. Da habe ich so schnell es geht versucht, hierher zu kommen. Und das sind, glaube ich, 17 Stunden. Geht bestimmt noch schneller, wenn man es richtig perfekt macht. 17 Stunden 58. Der linke Spielstand ist wirklich einfach nur, den habe ich angefangen, um Incognito zu holen. Dafür muss man eh auf die Sevi-Eilande. Ah ne, es müsste noch schneller gehen. Weil für Deoxys muss ich keinen Zugriff haben auf die Sevi-Eilande. Das Gebiet zählt nur zu den Sevi-Eilande, aber man braucht keinen Zugriff. Es wird definitiv noch schneller gehen, weil du nur spielen müsstest, bis du Zugriff auf Murcello hast. Dann kannst du ja den Glitch machen. Nicht Murcello, das heißt hier anders. Murcello ist Smaragd. Ich weiß nicht. Und also du musst halt, ich schätze, höchstens 8 Stunden, schätze ich. Es ist abartig, wie lange sich die Oxys schon Zeit lässt. 55 Stunden. Es ist verärgert vom ersten Reset. Ja. Nee, die Redemption dafür kam schon. Wie findest du das Legendary-System bei Pokémon Oras, also wie man die alle bekommt? Meinst du die Wurmlöcher? Ich habe Oras einmal gespielt und nie wieder. Ich kann sagen, dass Oras ein sehr gutes Remake ist. Aber ich find's Original besser. Ich muss Oras nicht wirklich spielen. Aber ja.
Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es so Inseln gibt, auch die extrem selten kommen und die muss man einmal am Tag checken und so. Und wenn du Glück hast, hast du dann die Incognito-Insel oder die Ditto-Insel oder nicht Ditto gibt's glaube ich gar nicht. Oder halt die Cresselia-Insel gibt's glaube ich. Nee, Cresselia ging anders. Ja, ich fand das System ganz cool. Aber ich bin kein Oras-Mensch. Ich kenne mich mit Oras nicht sehr aus. Ich habe es einmal gespielt. Wie findest du es denn? Wie über die Hälfte seiner Spielzeit an einem Boss? Ja. Hallo, ich habe seitdem Dark Souls 3 aber durchgespielt. Privat halt. Ich habe alle Souls-Spiele durchgespielt. Alle 4. Nur alle anderen halt nie. Die Rings, die Sekiros und die Borns. Nie gespielt. Du hast den ersten Boss nicht geschafft. Der dann so einen Drachengeschwülst am Arm kriegt. Den habe ich, glaube ich, First Try geschafft damals im Stream. Vielleicht Second Try, weil ich total überrascht war, dass das überhaupt ein Boss ist. Direkt am Anfang, wobei das bei Dark Souls normal ist, dass das erste kleine Tier direkt ein fetter Boss ist. War das bei 1 oder bei 2, als es dieses Viech da ist? In diesem Raum mit der Keule oder was immer mit seinem Arsch sich auf dich springt. Ich glaube, das war 2. 1 war... Keine Ahnung. Nee, das war 1. Nee, 2. Egal. Du hast 2 Stunden gebraucht. Ja, vielleicht ist das Spiel dann nichts für dich. Aber solange es dir Spaß gemacht hat, 2 Stunden lang den ersten Boss zu versuchen. Man konnte zum Beispiel Zekrom Reshiram bekämpfen, wenn man einen auf Level 100 hatte. Was? Wie meinst du das? In Oras konnte man Zekrom und Reshiram bekämpfen, wenn man ein Pokémon auf Level 100 hatte? Wirklich? War das die Bedingung für Zekrom und Reshiram? Kann sein. Ja, das Butterchicken? Gut. Es war ein bisschen zu scharf. Da ich anstatt Cayenne-Pfeffer pures Chili verwendet habe. Aber es war immer noch gut scharf. Heute gibt es Chicken Wings à la Rosa. Heute Mittag gab es Pizza. Eine Pizza mit Spinat, Camembert und Pesto. Ey, same. Aber deine war eine dumme Tiefkühlpizza oder eine hässliche, hässliche Pizza von Domino's. Domino's ist der größte Dreck, den die Pizzawelt jemals erschaffen hat. Warum mögen Leute Domino's? Die Pizza ist eine Frechheit. Ich rede von den Nuggets. Oh. Habe ich Chicken Nuggets gesagt? Ich meine Chicken Wings. Aber ja, ich mag nicht scharf. Ich auch nicht. Aber man muss tun, was man tun muss manchmal. Und dann muss man auch mal scharf essen. Drecks Alien. Erstmal bashen, obwohl ich nur unsere parasocial Beziehung mehr binden möchte. Nein, aber du hast noch nicht gesagt. Achso, Wings. Wahrscheinlich fucking Wings von scheiß Domino's. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Das habe ich extra nicht gesagt. Ich habe gesagt, man muss tun, was man tun muss. Achso, ja, aber ich habe es mit einem N gesagt. Hast du nicht gehört, wie ich es mit einem N gesagt habe, anstatt mit 2? Man muss tun, was man tun muss.
selbst gemacht von unserer Fleischtheke auf der Arbeit. Hm. Mit 30% Rabatt. Bist du denn zufrieden noch mit deinem Job? Jetzt mit mehr Verantwortung. Bald führst du den Laden, ich sag's dir. Was soll ich deutlicher sprechen an, man muss tun, was man tun muss? Das ist komplett halt, was du in deinem Kopf hörst. Ich habe extra gesagt, man muss tun, was man tun muss. Und nicht man muss tun, was man tun muss. Okay, ist schwierig. Weniger Freiheit, ich bin immer todmüde, könnte gerade schon tot ins Bett fallen. Kann man aber nur was ändern. Bessere Schuhe. Mehr Sport so machen, dass du fitter bist für die Arbeit. 20-Stunden-Woche auf 45-Stunden-Woche ist halt eine große Umstellung, aber auch doppelt so viel Geld. Und Geld ist das Wichtigste im Leben, vergiss das nicht. Du lebst, um Geld zu verdienen. Oder wenn man Vesprit und die anderen zwei gefangen hat, konnte man Dialga oder Palkia bekommen und wenn man die zwei hatte, konnte man Giratina bekämpfen, das alles immer so nervig. Also fandest du es nicht gut? Ich finde es gut. Was hättest du sonst gerne? Dass alle Legis in einem Raum stehen und du hingehst und sagst, komm in den Pokéball. Zip, fertig. Hell ja, und alles geht für Pokémon-Karten drauf. Wieso? Wieso? Ich will ja nicht sagen, dass du dein Geld verschwendest, aber du verschwendest dein Geld. Spar, da würde ich es noch eher verstehen, dass du sparst und dann dir halt so ein richtig krasses, altes Gen 1 First Edition Booster Pack kaufst. Wo tatsächlich... Keine Ahnung, das hat dann tatsächlich Wert wenigstens. Aber neue Pokémon-Karten sind auch alle für den Arsch. Außer es macht hier halt Spaß, aber das verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, wenn ich Geld zum Rausschmeißen hätte, so wie du anscheinend, dann würde ich auch einfach ständig Booster kaufen. Aber ich hätte gar keinen Bock auf den ganzen Papiermüll, der dann rumliegt. Diese ganzen Karten, ey. Hallo, Virox. Nein, das war gut, aber immer dieses Getausche hatte nie irgendwas zum Tauschen. Ja, Tauschen ist halt, entweder du hast Freunde in deiner Umgebung, die auch Pokémon so spielen wie du, oder du machst Pay to Win und kaufst dir 2 DS und die Spiele jeweils. That's Pokémon. Aber schon immer gewesen. Und inzwischen ist es ja wirklich einfach. Aber zu Oras Zeiten war es vielleicht noch nicht so einfach. Wobei, da gab's GTS in Oras? Ich schätze schon. Wobei, ist es ein Remake von Gen 3? Also nein? Keine Ahnung. Vielleicht. Boom. Gefühlsmäßig sind sowieso immer die gleichen Karten in den Boostern. Klar. Halt die Comments. Nee, ich glaube, ich werde nie wieder absichtlich Booster kaufen. Ich werde nur noch, wenn es eine Karte gibt, die wirklich cool aussieht, dann kaufe ich die mir so. So wie die Mew-Karte aus Japan oder die Glumanda-Karte, die mir Rosa geschenkt hat. Hat die Rosa mir geschenkt? Ja. Die ist so süß. Wo ist sie? Die Mew-Karte, die ich in Japan gekauft habe, die ist einfach so ein wunderschönes Artwork. Weißt du, ich kaufe mir lieber die Karte so, um sie zu haben, als 30 Booster zu öffnen, um eine 1% Chance zu haben, dass sie da drin ist. Und die süßeste Karte ever ist eh dieses Glumanda hier. Die sind sogar selten, die Karten. Ich meine, die hier hat 13.000 Yen gekostet, was durch 6. Was ist das? Was ist 13.000 durch 6? 2.
22. 22 Euro wirkt zu wenig. Das stimmt irgendwas mit meiner Rechnung nicht. 100 Yen sind 60 Cent. 1000 Yen sind 6 Euro. 1000 Yen sind 6 Euro. Das heißt 13. Ja, 6 mal 13. 81 Euro, genau, es waren so 80 Euro, die Mew-Karte gekostet hat, ja. 13.000 Yen entspricht 76 Euro. Stimmt, ich hätte es auch einfach googeln können. Damit ich bei Leo Booster öffnen halt auch reines Glücksspiel. Entweder weil man hofft, dass was Wertvolles drin ist, oder weil man auf Karten hofft, die man spielen will. Ja, aber gleichzeitig, ich glaube, weswegen sie zum Beispiel Happens öffnet, ist keins von den beiden Gründen. Klar freut sich Happens über eine geile Karte oder sowas. Aber ich glaube, er mag einfach das Gefühl, etwas zu öffnen, wo du nicht weißt, was drin ist. Wie Shiny Hunten. Happens Shiny Hunted gerne wegen dem Shiny Hunten. Und wenn er dann eine Shiny hat, das ist nicht der Glücksmoment für ihn. Das ist dann das Ende von dem kompletten Glücksmoment des Prozesses. Aber ich glaube, ich habe als Kind einfach nie gemacht und jetzt kann ich es ausleben. Das stimmt schon. Deswegen, ich würde auch gern Booster einfach öffnen ohne Ende. Weil es ist schon cool, eben dieses Gefühl, was ist da jetzt drin, was ist da jetzt drin. Oh, da ist eine echt schöne Karte, die einzigartig oder die halt besonders ist. Aber wenn man nur kurz objektiv darüber nachdenkt, dann kauft man Papier. Deswegen sage ich mir halt, ich kaufe einfach das Papier, was ich gerne hätte. Anstatt die Hoffnung auf eins. Aber es ist schon, ich verstehe ja dieses geile Gefühl, so einen Booster aufzumachen. Das ist schon cool. Als ich in Köln war, hast du mir einfach so einen Booster in die Hand gedrückt und gesagt, mach auf. Und ich so mit pappigen Händen, okay, da. Gestern war der Kurs noch 1 Euro zu 160 Yen. Ich habe es mir mal so grob halt gemerkt, dass 100 Yen sind 60 Cent. Oder 1000 Yen sind 6 Euro. Das kommt immer so grob hin. Das kann schon süchtig machen, ja. Ich habe den Edens Apfel aus Assassin's Creed bei mir stehen, das reicht mir. Ich mache an einem Geburtstag alle Booster auf, die ich habe, bin gerade schon fleißig am Sammeln. Dein Geburtstag? Oder irgendjemandes Geburtstag? Mein Shiny Golden Endonalus ist schon echt nice. An deinem Geburtstag. Den ich natürlich weiß. Überraschungseier sammeln. Ja, wenn da noch coole Sachen drin wären. Ich hatte damals echt so ein Board, wo ich all die kleinen Nilpferde reingestellt habe. Ich hatte echt viele. Wann habe ich Geburtstag? Am 33. Oktober 1774. Ich freue mich schon, dass du es weißt, denn er ist gerade. Nein, du hast nicht heute Geburtstag. Das hättest du nicht ausgehalten. Wobei? Ich sehe sehr jung aus. Danke. Schlümpfe waren cool. Pinguine und Nilpferde. Krokodile gab es auch noch. Das war halt irgendwie wertvoll. Das waren so richtige, ich weiß gar nicht, aus was die waren. War das irgendeine Art von Metall? Oder war das einfach Plastik? Nee, die hatten schon so ein metallernes Gefühl, diese Figuren. So 10 Figuren? Keine Ahnung. Am 30. diesen Monat schreibst du auf, damit ich dich bannen kann. Wenn ich Hallo sage. Ich kann dir auch privat gratulieren. Glaubst du, es war ein Plastik, aber es war trotzdem so... Hey, das muss mehr als Plastik gewesen sein. Die waren richtig schwer. War das Kunststoff?
Die waren doch so richtig. Ich, klar, das Metallene kannst du anmalen, aber. Die waren doch schwer auch. Das, ich, aber ja, wenn du so Warhammer-Figuren ansiehst, das ist auch einfach nur Plastik. Wir waren halt klein damals, genau. Da war sogar eine Feder schwer. Die waren halt nicht hohl, ja. Ich könnte schwören, dass das irgendein Metall war. Aber ja, das war cool. Und ich glaube, die gibt es auch immer noch, hat mal jemand gemeint. Aber jedes Mal, wenn ich ein Ü-Ei gekauft habe, war da irgendein Schrott drin, den du in 10 Sekunden zusammensteckst und dann wegschmeißt. Hier, ein Auto, das du schieben kannst. Dann lieber ein schönes Mickey-Haus, Mickey-Maus-Heft mit irgendeiner kleinen Gadget, womit du dein Zimmer mit einem Laser sichern kannst. Yes. Die Oxys, schäm dich langsam, schäm dich. Immer die Eier geschüttelt, ob es viel raschelt oder wenig. Hm. Die Ips-Hefte von damals auch mega. Die habe ich, glaube ich, nicht benutzt. Die habe ich nicht erkauft. Mit meinem Taschengeld. Von 5 D-Mark. Ich will was zum Spielen. Und Schokolade. Und Überraschung. Aber es gibt viele Sachen. Es gibt viele Sachen, die so schade sind, weil früher als Kind hast du halt immer warten müssen, sparen müssen, die Eltern anflehen müssen und dann hast du keine Ahnung, sowas wie. Ich habe halt so schon als Kind so Naturwissenschaft geliebt. Und dann habe ich so ein Mikroskop gekriegt und habe alle möglichen Sachen drunter gelegt. Ich glaube, das Ekligste, was ich mal drunter gelegt habe, was mich immer noch verfolgt in meinen Träumen, war, da hat mich eine Biene gestochen. Oder eine Wespe. Ich glaube, eine Biene. Weil Bienen reißen ja ihren Arsch raus, ne? Ja. Da hat mich eine Biene gestochen. Und aua, aua, aua. Und dann haben wir den Stachel rausgezogen und den Stachel habe ich unter mein Mikroskop gelegt und es sah so widerlich aus. Mich so riesengroß vor mir, der Stachel, der mich gestochen hat. Oh, ich habe es echt noch vor mir, das Bild. Ich habe es geliebt einfach, dieses Mikroskop und dann alles drunter tun, auch mein eigenes Blut und sowas. Oder so ein Blatt oder auch dann, habt ihr das auch gemacht, dann So Blätter in Bücher reingelegt und die Blätter dadurch halt getrocknet und so gepresst. Und dann eine Woche später das Buch aufgemacht und hat immer so ein perfektes, gepresstes Blatt und so. Oder so Kristalle gezüchtet. Mit verschiedenen Chemikalien und dann hast du so einen Kristall am Ende. Oder halt, ich habe einmal auch eine Ameisenfarm gekriegt. Nur, das hat nie funktioniert, weil da stand dann in der Anleitung und jetzt kaufen Sie sich oder suchen Sie eine Ameisenkönigin. Ich so, was? Wie soll ich denn jetzt eine Ameisenkönigin finden? Weil du brauchst natürlich, um eine Ameisenfarm zu haben. Ich habe halt einfach nur so ein Ding gekriegt, wo Sand drin ist und dann buddeln die da drin. Dann habe ich da so einzelne Ameisen rein und habe mich gewundert, warum da nichts passiert. Ja, wo soll ich denn als 8-Jähriger eine Ameisenkönigin jetzt herkriegen? Und all diese Sachen, wo man sich als Kind gewünscht hätte, einfach unendlich Geld zu haben und all diese Sachen sich zu holen, wie das geilste Racing-Car, da hatte ich auch schon ein paar coole und so. Oder eben ein besseres Mikroskop oder ein besseres Teleskop und sowas. Wobei ein Teleskop wäre immer noch cool. So ein fettes Teleskop, mit dem man tatsächlich den Mond anschauen könnte. Und die französische Flagge auf dem Mond. Ja, versteht ihr den Witz? Aber heute interessiert einen das nicht, was allen als Kind groß interessiert hat. Also natürlich, es gibt natürlich Leute, die Mikroskope ohne Ende kaufen oder Teleskope. Aber ja. Aber sagt der Pokémon spielt. Das ist schon eigentlich ein Traum ausleben.
einfach jedes Pokémon-Spiel kaufen, sobald es da ist. Oder man es irgendwo auf eBay findet. Aber mir ist trotzdem nicht das Gleiche. Aber es liegt halt auch daran, dass man damals einfach ewig warten musste, bis man mal was gekriegt hat. Und heute kann man sich's einfach holen. Die Bedeutung ist einfach so viel geringer, vor allem bei Spielen. Wie viele Spiele man sich gekauft hat und nie eingelegt hat. Ja, Urzeitskrebse, genau. Das habe ich nie gemacht. In South Park haben die das auch immer gemacht und es ist da so eine komplette Kultur entstanden. Urzeitkrebse, ja. Ich habe auch damals diese Homunculus-Videos gesehen und war davon abgeschreckt. Homunculus aus Full Metal Alchemist? Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Die Tausend sind voll. Tease. Dankeschön. Dankeschön für 1000 Bits insgesamt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Full Metal Alchemist. Wir haben Frösche gezüchtet mit Kaulquappen aus dem Bach. Ja! Stimmt, das habe ich auch gemacht. Sau viele. Und dann halt wirklich, nicht mal sau viele. Doch schon viele. Und dann habe ich das in so einem Aquarium rein. Und dann sind die halt wirklich zu Fröschen geworden. Und dann hatte ich auf einmal ganz viele kleine Frösche. Ich konnte ihnen wirklich zugucken, wie denen langsam Beine wachsen und sowas. Ja, das war sau cool. Hallo Eve. Erwische ich dich endlich mal. Ich bin fast jeden Tag hier. Ich war nur 2 Wochen im Urlaub. Die Kulturen haben einen Krieg geführt, genau. Aus Eiern? Homunculus aus Eiern? Was? Das ist an mir vorbeigegangen. Aber du bist auch eine andere Generation als ich. Wir haben Blätter in Bücher gelegt und waren erstaunt, dass sie dann platt sind. Du hast Angst vor Homunculus gehabt. Wir haben keine Videos gesehen, als wir Kinder waren. Da gab es nur VHS und die musstest du erstmal 10 Minuten mit einem Bleistift zurückdrehen. Das kennt doch bestimmt jemals hier von damals. Homunculus. Ich meine, ich erinnere mich noch an so Eier, in denen Schleim drin war und ein Dino. Aber das waren Dinos. Blätterpressen, yo! Ja. Oder halt so trocknen und dann hast du so Duftsachen, die getrocknet sind. Ich kenne Homunculus auch noch aus. Ich meine, Homunculus ist allgemein ein. Ist es nicht ein religiöser Hintergrund irgendwie? Homunculus sind doch künstlich erschaffene Menschen? Keine Ahnung. Oder ja, ewig lang auf einer Wiese sitzen und einfach hoffen, dass man ein Kleeblatt mit 4 Blättern findet, was noch nicht mal sehr selten ist. Aber für uns war das der absolute Shit. Kurox. Meistergriff. Ich will sehen, wie du eine VHS mit Bleistift zurückspulst. Du meinst MCs, oder? Ja, ich habe auch in dem Moment gedacht, ja, okay, mit einem Bleistift hat man es nicht gemacht. Aber im Finger hast du sie schon. Also, wenn deine VHS. Also, ja, eine VHS tust du rein, drückst auf Zurückspulen und sie spult automatisch zurück. Aber manchmal hat die VHS dann so gemacht und dann ist innen drin das Band kaputt gegangen. Oder halt so verwurschtelt. Dann musstest du den VHS aufmachen, dies ganz vorsichtig dieses Band rausnehmen und dann musstest du schauen, aber das hast du dann mit dem Finger, glaube ich, gemacht, weil es natürlich groß genug ist für den Finger. Dann hast du das Band wieder in die VHS reingedreht. In Germany we call it Bandsalat, genau. Das war gut. Und dann überspult man, überschreibt man leider irgendwelche Urlaubs-VHS mit irgendeinem Programm, was auf Sat.1 um 20.15 Uhr lief. Und dann versuchst du irgendwie was automatisch aufzuzeichnen, weil die Technologie auf einmal voll abgeht und dann waren VHS da, die einen Zeit-Timer hatten und dann konnte man Sachen aufzeichnen, wenn man nicht da war und es hat nie funktioniert, weil man immer dann eine Stunde zu früh oder es hat nicht geklappt oder so.
Ja, die Musikkassetten dreht man mit dem Bleistift. Aber VHS halt manchmal auch mit dem Finger. Ich hatte ein einfoliertes Blatt, das perfekt ausgeschnitten war. Ich war der Coolste mit einem Blatt, das man nicht zerreißen kann. Oh. Einfoliert. Das erinnert mich jetzt aber noch mehr daran, dass ich in der Schule, ich gehörte nicht zu den Jungs, die Fußball gespielt haben, sondern ich habe mit den Mädels Sticker gesammelt und Diddle-Blöcke. Da hatte ich so ein Stickerbuch und da hatte ich da Sticker mit 3D-Effekt oder Sticker mit Pelz. Und immer, wenn man irgendwo im Urlaub oder sonst war in so einem Schreibwarenladen vorbeigegangen ist, kurz reingucken, ob es irgendwelche coolen Sticker gibt. Und da gab es diese Sammler halt, genau. Und da gab es diese crazy Sticker, die irgendwie so grün-schwarz waren, aber gleichzeitig so 3D waren. Ich war ein richtiger Frauenmagnet. So wie Borat in dem Auto drin sitzt und sagt, wo ist der Schalter, um Pussy-Magnet anzumachen? Wer ist der Pussy-Magnet? Lucy Orange, du bist ein Lumi-Spross. Akuma, du bist ein Chelast. Sille, Obito, Knapfel. Wer heute Sticker will, kauft sich ein Lego-Set. Da bekommst du 2 Bögen-Sticker mit dazu. Ja, aber die funktionieren ja nicht für sich allein. Die Nerds sind eh heißer als die Sportler. Ganz genau. Ich wünschte, ich hätte noch meine Pokémon VHS-Filme als Kind, sind bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Oh nö. Meine Schwester muss die noch alle irgendwo im Schuppen haben, alle VHS, die wir jemals hatten. Da ist sicher auch die erste Pokémon VHS dabei. Eigentlich sollte man die mal checken, weil VHS werden auch irgendwann so richtig, sind es vielleicht schon Retro-Ware, die richtig was wert sein kann. Du, ich saß mit meinem Boombox, mit meinem Kassettenrekorder, saß ich vorm Radio oder vor MTV. Dann hatte das so ein kleines Mikrofon, mein Kassettenrekorder. Da habe ich da wirklich Kassetten reingetan. Und ich saß vorm Radio oder vor MTV und habe gewartet, bis endlich wieder, dass der eine Song kommt, den ich so geliebt habe. Sowas wie, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht was. Und habe dann halt die Songs wirklich aufgezeichnet, so mit dem Mikrofon dran gehalten. Aber im Radio war halt dann immer der Sprecher am Anfang und am Ende mit dabei. Aber egal. Und ich weiß auch, ich habe Oliver und Co. war so ein... Ich weiß nicht, ob das Disney ist. Wahrscheinlich schon. Vielleicht ist es Pixar, aber ich glaube, es ist Disney. Oliver und Co. war so ein Film von einer Katze, die mit einer Hundegang abhängt. Und es war voller Musik. Und zwar richtig geiler Musik. Und das erste Lied vor allem war richtig geil, wo er mit dem ersten Hund so durch New York durchgeht. Und diesen Song habe ich so perfekt versucht aufzuzeichnen mit meinem Mikrofon an meinem Kassettenrekorder. Und dann ging es irgendwann, dass man Radio hört am Kassettenrekorder und damit einfach dann auf eine Kassette. Das war damals schon eigentlich illegales Runterladen. Und halt physisch. Da konnten die Bullen einem noch nix. Was sollen sie machen? Haben sie einen Rekorder zu Hause? Ja, hergeben. Die GEZ dann. Ich habe jeden Samstag Shaman King auf VHS aufgenommen. Kenne ich nicht. Hanuta, stimmt, Hanuta, Nutella und sowas hatte auch Sticker. Ja, ich meine die richtig krassen Sticker, die du im Schreibwarengeschäft kaufst. So Diddle-Sticker und halt so Sticker. So ein Butterfly, aber mit Pelz. Kennst du die Kulis, die man, wenn man sie dreht, an eine Frau und ausziehen kann? Ja. Natürlich hatte ich so einen. Der Kuli.
wo die Tinte quasi hoch und runter läuft. So wie die Tassen, die durch Wärme sich freilegen quasi. Natürlich. Oh mein Gott. Wo sind wir? 26944. Deoxys, du kleine Pissnelke. Deoxys. Man muss es nur beleidigen. Es ist oft genug schon passiert, dass wenn man richtig verzweifelt rumstänkert, dass es dann kommt. Ich vermisse die Diddle-Zeit. Es gibt auch sicher noch Diddles, oder? Es gibt noch Furbies. Es gibt auch immer noch Tamagotchis. Es gibt auch immer noch den Pipi-Max, der Hund, der pisst. Oder das Baby, was auf der Toilette sitzt und kackt. Was du einfach nur machst, indem du oben Essen reinschüttest und unten kommst du wieder raus. Einfach ein Tunnel. Diddles waren schon cool. Eigentlich schon nicht. Eigentlich waren Diddles schon echt uncool. Aber die haben damals schon gecheckt. Sachen zum Sammeln. Du musst es so machen, dass es eine Collection ist und du willst alles haben. Sei es Ü-Ei, Diddles, Furbies, alles. Prani mit dem Tier 3. Verewige dich, wenn das Shiny kommt. Kein Shiny. Tier 3 Prani, vielen, vielen Dank. Ich meine, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dass... Keine Ahnung, inzwischen geht die Zeit auch immer so schnell, dass du hast eine Sache, die ist irgendwie modern. Wusstet ihr, dass Ankle Socks inzwischen super untrendy sind? Also Socken, die nicht aus dem Schuh rausschauen. Inzwischen ist der Trend eher, dass du normale Socken hast, die bis hoch über die Knöchel gehen. Obwohl du eine kurze Hose trägst. Also ich sehe das und denke mir so, fuck. Das ist total eine Beeinflussung natürlich. Aber ich denke mir und sehe das, das Video, was das sagt. Und ich denke mir, ja, du hast recht. Knie, Enkel, Socks sehen sowas schon dumm aus. Und so wird man auf einmal beeinflusst. Ist mir egal, sieht kacke aus. Ich habe einen Teenie mit Ankle Socks gesehen. Ich halte es für fake. Die wollen nur die Millennials reinlegen. Wie damals die Tennissocken. Ja. Ich habe schon immer lange Socken getragen. Nee, ich bin auch komplett umgestiegen auf so Ankle Socks, wenn ich kurze Hosen trage. Weil sie sind nerviger. Weil dann slippen sie irgendwie in den Schuh rein. Dann muss man so in den Schuh reinfassen und wieder hochziehen. Dann gibt es auch noch die richtig krassen, diese Ballerina-Socken, die ja wirklich nur, die eigentlich gar nichts bringen. Weil sie wirklich nur so den unteren Millimeter des Fußes abdecken. Du magst lieber Enkelsocks. Ja, nur irgendwie so, ich meine nur, so schnell geht es. Was heißt so schnell? Enkelsocks waren jetzt echt lange. Aber anscheinend sind die jetzt total out. Und man muss normale Socken tragen. Bis zu den Knien hoch. Und am besten weiß. Es geht so schnell. Aber ich frage mich, ob es immer schon so schnell ging. Wobei damals war Pokémon, ein Jahr später war Digimon. Es ging damals schon auch so schnell hin und her mit diesen Trends. Mit Birkenstock. Ja, ist halt echt so. Weiße Socken mit Birkenstock. Das ist nicht mehr verpönt. Das ist ein Look. Genau wie eine Vokuhila ja auch schon seit Jahren einfach trendy ist. Und alle in Berlin tragen ihre Vokuhilas. Und du siehst es dir und denkst dir, fuck, das sieht sogar gut aus. Weil sie es irgendwie schaffen, nicht so auszusehen wie die vor 40 Jahren, sondern halt, es ist der alte Style, aber irgendwie auf modern und cool. Socken bis unter die Arme. Man darf sehen, dass ich mir Socken leisten kann. Zu den weißen Kniestrümpfen dann aber ein kurzer Rock dazu. Selbstverständlich. Ich meine, fucking Crocs sind in. Wobei inzwischen sind sie wahrscheinlich wieder out, weil sie schon seit 5 Jahren in sind. Damals hat sich jeder geschämt, Crocs zu tragen. Und jetzt ist es einfach cool, draußen mit Crocs rumzulaufen und so coolen Bling-Blings vorne dran.
Oder mit so Rückspiegeln. Ich habe mal Milch gesehen mit Rückspiegeln. Das ist schon lustig. Ich habe nie Crocs besessen in meinem Leben. Aber immer, wenn ich irgendwo welche angezogen habe, weil die halt da rumstanden und dann auf den Balkon gehen damit oder sowas, die sind natürlich bequem. Vor allem, sie sind halt einfach. Aber wisst ihr noch die Zeit, wo Moonboots cool waren? Und jeder hatte Moonboots, selbst die Kerle. Die Kerle, die harten 15-jährigen Kerle. Moonboots, Mann, oder Axe. Axe sind wahrscheinlich immer noch in irgendwelchen Kreisen cool. Dann gab es immer diese Axe-Scams, dass man die irgendwie aus Australien bestellt, wo sie günstiger sind. Aber dann kommen die an und sie sind eindeutig Fake-Axe und du hast irgendwie 400 Euro für Axe bezahlt, die keine sind. Hallo Nicknack. Du meinst Buffalos? Buffalos war auch was, gell? Aber ich weiß es gar nicht. Doc Martens gibt es auch schon ewig, aber die sind auch erst seit ein paar Jahren so richtig krass im Trend. Ich habe immer gedacht, Doc Martens schreibt man D-O-C. Aber es ist einfach Dr. Martin. Deswegen Doc Martin. Dr. Martin. Moonboots, Mann. Natürlich Moonboots. Moonboots im Winter waren total in und Axe gingen immer. Auch wenn es eigentlich auch Winterschuhe waren. Badelatschen mit Bierdekor. Ich liebe meinen Traum. Ich lebe meinen Traum. Ich trage weiterhin Sportschuhe mit kurzen weißen Socken. Und das ist auch okay. Buffalos waren die mit Plateausohlen. Ja. Damals war man King mit Kangaroos. Kenn ich nicht. Das ist wieder eine andere Generation wahrscheinlich. Kangaroos? Ich trage welche als Hausschuhe. Ja. Crocs, ja. Dankeschön, Louis. Bye, bye. Was waren die? Waren Kangaroos einfach die Axt für Arme? Kangaroos Superschuhs. Nee, Mann, Georgs, der Schuh, der atmet. Die gibt's auch immer noch. Georgs, der Schuh, der atmet. Ach, ich glaube, heute ist es. Wird es erwartet von einem Schuh, dass er atmet. In der Teenie-Zeit waren es Fishbone. Noch nie gehört. Sind dann Fußballschuhe mit Sockenstutzen nicht okay? Ich war im Urlaub und meine Kumpels haben auf einmal gemeint, warum trägst du Hallenschuhe? Ich so, was? Was sind Hallenschuhe? Anscheinend trage ich Hallenschuhe. Ich habe Adidas-Schuhe, ganz normal. Und ich trage halt immer so Sportschuhe, weil die halt gut für die Füße sind, dass man keine Fußschmerzen bekommt, weil die halt schön federn und weich sind unten. Ich nehme einfach immer die am ehesten so aussehen, dass man damit vor die Tür gehen kann und nicht direkt Sport machen muss. Aber anscheinend habe ich welche, die eindeutig Hallenschuhe sind, mit weißer Sohle, nee, mit dieser leicht orangenen Sohle. Woran erkennt man Hallen- und Outdoor-Schuhe? Ja, halt, ich glaube, weil die diese orangene Sport helle Sohle. Helle Sohle heißt einfach Hallen, ja, damit es halt nicht diese dunklen Streifen gibt, ja. Aber ich habe noch nicht mal, also man kennt ja die mit einfach wirklich weißen Sohlen. Die haben auch weiße Sohlen, nur um das Weiß ist nochmal quasi so eine, diese orangene Gummischicht außenrum. Und dann habe ich die mir angeschaut und mir denke, Moment, stimmt eigentlich, das sind voll die Hallenschuhe. Ich habe nur gesagt, was willst du von mir? Ich trage einfach die Schuhe, die ich will. Und alle so, warum trägst du Hallenschuhe? Lass mich in Ruhe. Ich wurde gemobbt. Okay, dann trage ich auch Hallenschuhe. Dieser cremefarbene Rand, genau. Aber ist doch egal. Die Leute tragen fucking Crocs, Mann. Dann kann ich auch Hallenschuhe draußen tragen. Solange ich damit nicht in die Halle gehe, natürlich. Um Gottes Willen. Aber haben meine Sportschuhe auch so eine Sohle? Sehe ich jetzt nicht.
Ja, damit es keine Schlieren gibt. Es war immer ganz schlimm, wenn man zum Sportunterricht kam, aber man hatte die Sportschuhe vergessen und dann hat man mitgemacht mit seinen normalen Straßenschuhen, aber immer, ei, raus, darfst heute nicht mitmachen oder spiel barfuß gefälligst. Du machst unsere Halle kaputt. Das war auch immer sofort, ne? Sofort. Schwarze Schliere auf dem Boden, weil jemand nicht mit seinen Hallenschuhen kam. Hallenschuhen. Wir sind schon weit über 27.000, ich hab's wieder verpasst, den Moment. Da ist unser Sportlehrer mal Fuchsteufelswirt geworden. Eieiei. Das war so ein richtiger Choleriker auch. Der war immer super ruhig, super nett. Ich mochte ihn. Aber wenn irgendjemand was richtig verkackt hat, sowas wie, ne, Sportlehrer sagt davor, keine Schleuderbälle. Nicht mit dem Hockeystick über die Hüfte. Also Sicherheitsvorkehrung. Der mit Brille nicht ins Tor. Ich zum Glück. Alle wollten mich immer ins Tor stellen. Aber irgendwann hat der Sportlehrer gesagt, nee, du darfst nicht ins Tor, du trägst eine Brille. Gott sei Dank. Endlich realisiert's mal einer. Aber der, und wenn dann jemand so ein Gesetz gebrochen hat, dass jemand komplett durchgezogen hat aufs Tor oder sowas, es gab ja Jungs, ne, die waren so krass im Fußball, dass wenn die durchziehen, dann scheppert dieser Ball. Und wenn du den ins Gesicht kriegst, uff. Und dann haben manche das natürlich gemacht, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben. Und dann wurden die so zugeschrien von unserem Sportlehrer. Oh mein Gott, der war so krass dann. Zu Recht. Aber manchmal war er auch unfair so. Weil der hatte auch Mathe. Irgendwie machen alle Sportlehrer direkt auch Matheunterricht, oder? Irgendwie geht es eins in eins. Hatten wir auch so? Doch, wir hatten auch eine Sportlehrerin, die hat Religion unterrichtet. Ich glaube, jede Kombi gibt's. Und der war echt, der war so ruhig und so cool eigentlich und manchmal ist er so geil ausgerastet, dass er halt wirklich geschrien hat, aber als wirklich so, dass die Stimme am Maximum ist, so wirklich geschrien. Großartig. Freundin macht Sport, Erdkunde und Physik. Ja. Vielleicht musste er das dann sauber machen. Keine Ahnung. Hat jemand jemals... Doch, da gab, Schulen haben bestimmt so einen Service, der einmal im Monat kommt und die Halle sauber macht. Also wir haben nie die Halle sauber gemacht. Als Sportlehrer muss halt nichts können, außer die dicken Kinder durch die Halle zu scheuchen. Also unsere Sportlehrer waren selber auch alle echt fit. Einer war so ein richtig... Der war richtig klein, aber so ein richtiges Viech. Und der war richtig krass fit. Das war so ein Viech im Sinne von Leichtathletik. Weißt du, der konnte sich an so Seilen hochziehen ohne Probleme und dann so 10 Minuten einfach da halt so mit ausgestreckten Armen hängen, so ungefähr. Klein, aber oho, halt echt. Der andere, den ich gerade meinte, der war einfach drahtig. Das war so einer, der kann, glaube ich, einfach, wenn er Bock hat, sofort einen Marathon laufen. So fit war der. Der andere... Der wirkte eher wie so ein alter Fußballcoach, den ich hatte. Und es war tatsächlich auch ein Coach, der hat Dirk Nowitzki in seiner Kindheit trainiert. Also quasi der war der, also auf der Schule, auf der Dirk Nowitzki war, war er Sportlehrer. Hat auch erzählt, dass Dirk Nowitzki als Kind halt ohne Ende gepeitscht wurde. Aber ich glaube, all diese krassen Sportler wurden in ihrer Kindheit halt zu Tode gepeitscht, dass sie ihren Sport perfekt machen. Dann hatten wir Grundkurs, nicht Grundkurs, aber halt, wir konnten zur Abi-Zeit, also in den Leistungs- oder in den höheren Klassen, gab es dann ja wirklich spezifischen Sportunterricht. Da war es dann kein so ein allgemeiner Sportunterricht mehr, so Männer und Frauen getrennt und man macht alles. Heute spielen wir Fußball, morgen machen wir Hockey, dann machen wir Brennball und dann machen wir hier Gerüste oder sowas. Sondern war wirklich so ein Quartal war dann wirklich Schwimmen. Das nächste Quartal war dann Tischtennis. Ich hatte in der Schule ein Quartal Tischtennis und wurde dafür benotet. Das war mega geil und die Lehrerin war auch echt eine Fitte und die hat richtig uns Tischtennis beigebracht. So richtig mit Schupfen, also und drallern, oder halt diese
So richtig. Und ich war auch verwundert, wie gut ich jetzt im Urlaub noch Tischtennis konnte. Ich war der Drittbeste. Einer von uns ist tatsächlich im Verein, im Tischtennisverein. Der ist halt saugut. Der andere, gegen den war ich quasi dann im Halbfinale. Und der hat mich fertig gemacht. Ich war so sauer. Warum hat er mich fertig gemacht? Ich dachte echt, ich bin ein bisschen besser als er. Aber der hat mich so fertig gemacht. Aber dann nach ihm war ich so der Beste, obwohl ich das letzte Mal Tischtennis gespielt habe vor 10 Jahren. Aber das ist echt so eine Sache, die verlernst du irgendwie nicht. Das ist wie Fahrradfahren, Tischtennis. Hatten wir echt ein Vierteljahr einfach Tischtennis und wurden darin benotet. Das war echt saucool. Ich glaube, mehr Sportlehrer hatte ich nie. Den kleinen, das Kampfviech, der krasse Schlacksige, der geschrien hat, und der Dirk Nowitzki und der die Sport, die Tischtennis-Lehrerin. Hallo Holzcrafter, hallo Game Girl. In meiner Bundeswehr-Grundausbildung hat jeder Rekrut ein Radiergummi in die Hand bekommen, um die schwarzen Schlieren, die durch die Stiefel entstanden sind, damit wegzumachen, auf dem Boden, im Spind und an den Tischen und Stuhlbeinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber irgendwie verwundert mich das nicht, oder? Gehört halt zur Disziplin, ne? Krass. Und am nächsten Tag kamst du mit Bundeswehrschuhen, die aber eine weiße Sohle haben. Und dann wurdest du erst richtig bestraft. Das ist nicht der Sinn der Übung. Sie sollen nicht ihren Kopf anmachen. Sie sollen einfach nur machen, was ich ihnen sage. Unser Sportlehrer war immer betrunken und verkatert und hatte definitiv zu viel Interesse an den Mädels. Das war unser Musiklehrer. Unser Musiklehrer war das. So einen gibt es auch auf jeder Schule, oder? Bei dem du riechst, dass er gerne ein bisschen Alkohol trinkt, immer. Und der auch ein bisschen zu bequem ist. Aber als Lehrer war der tatsächlich cool. Also für uns Jungs. Wobei der war echt eigentlich, glaube ich, nicht schlimm zu Mädels. Der war zu jedem eigentlich so ein kleiner Drecksack. Aber der Unterricht hat immer Spaß gemacht, weil er also super locker war. Aber eines Tages hat er unsere Kunstlehrerin angefahren mit dem Auto betrunken. Sie hat ihren Arm gebrochen. Sie kam dann in die Schule mit gebrochenem Arm. Aber das ist auch eine Story, die dann natürlich in der Schule wild rumgeht. Der Musiklehrer hat betrunken die Kunstlehrerin angefahren. Wahrscheinlich war er nicht mal betrunken. Wahrscheinlich hat er sie noch nicht mal angefahren, sondern sie gerettet von einem anderen Auto. Aber vielleicht auch nicht. Wir haben uns Desinfektionsmittel besorgt, damit ging es super weg. Oha! Doch Kopf angemacht. Nice. Bist du freiwillig in die Bundeswehr? Oder war es quasi dein Pflichtjahr? Für mich nochmal, wie viel Shiny Deoxys hast du schon und wie viele brauchst du noch? Wir haben 1 RNG manipuliert. Dann kam 1 bei 9876. Das habe ich aus Versehen resettet. Dann haben wir wieder auf 0 gestellt. Dann kam das dritte bei 4913. Und dann haben wir wieder auf 0 gestellt und jetzt sind wir beim vierten dran. Also es ist quasi der vierte Versuch. Und das wäre das dritte Deoxys, was aber seit 27.000 nicht kommt. Und danach brauchen wir immer noch 1. Also ich habe schon 2, wenn wir das RNG mitzählen. Und ich will noch 2. Und 1 habe ich gefailed. 8 Jahre Bundeswehr als Frau gab es ja keine Pflicht. Achso. Sorry. Das konnte ich aus dem Namen nicht ablesen. 8 Jahre Bundeswehr als Frau. Cool. Kannst du das? Es ist eine. Musst du nicht beantworten. Aber ich hatte hier auch mal eine Soldatin. Und habe ich den Fehler gemacht und habe Soldatin gesagt. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie deswegen sauer war oder sowas. Aber sie hat dann extra gesagt, es gibt keine Soldatin. Soldat ist komplett neutral. Es wäre jetzt interessant, ob du das auch so sagst. Oder ob das eine persönliche Einstellung von der war. Oder ob das tatsächlich so kommuniziert wird beim Bund. Soldat ist beides. Und die Frauen waren damit auch fein. Weil ich fand es komisch. Also ich fand es erstmal so komplett gegen den Strich. So, hä? Wie, es gibt keine Soldatin? Feuerwehrfrau.
Feuerwehrfrau, ja. Nee, ist, glaube ich, sogar im Soldaten gesetzt. Oh, okay. Verankert. Okay. Krass. Ich meine, ist ja auch irgendwie richtig. Aber irgendwie auch könnte ich nachvollziehen, dass die weiblichen Soldaten dann irgendwann sagen, Moment mal, können wir das ändern? Was heißt der Soldat? Hallo. Aber mal schauen. Wahrscheinlich haben Soldaten andere Probleme, als sich da groß Gedanken zu machen. Wobei 8 Jahre ist auch eine lange Zeit, ne? Krass, 8 Jahre. War bestimmt eine geile, krasse Erfahrung. 8 Jahre lang. Bei Pokémon Smaragd ist das Hunten bei Deoxys anders, oder? Da musst du das Muster immer neu machen und bei Rot und Grün immer nur Spiel schließen und Stein anklicken, oder? Korrekt, denn in Smaragd gibt es keine RNG bei Shiny Frames. Da sind die Shiny Frames definiert, wenn du das neue Spiel startest, wenn du ein Spiel erstellst. Weswegen immer von Anfang an klar ist, bei welchem Frame das Shiny erscheint. Weswegen es um einiges schwieriger ist, sehr viel unwahrscheinlicher, dass du das Shiny findest, weil du kannst halt Pech haben und das Shiny ist in einem Frame, den du nie erreichen wirst, zeitlich gesehen. Oder er ist so früh, dass du ihn nicht anklicken kannst, weil er so früh ist. Weil da ich nicht weiß, wann der erste Frame generiert wird. Vielleicht schon beim Tagebuch, weiß es nicht. Deswegen wird geflüchtet bei Deoxys und du musst immer wieder das Rätsel lösen. Weil du nicht speichern kannst vor dem Deoxys, weil dann würdest du immer wieder die gleichen Frames anschauen. Deswegen lieber nicht in Smaragd machen. Allgemein in Smaragd Shiny Hunten für statische Pokémon. Bei wilden ist es egal. Aber bei statischen Pokémon sollte man das nicht in Smaragd machen. Außer man möchte eine extra Challenge. Nee, bei Rubin und Saphir ist das nur so, wenn die Batterie leer ist. Solange die Batterie noch funktioniert, werden die Frames komplett random generiert, wenn du das Spiel startest. Aber wenn du die Batterie nicht mehr hast, kann nichts mehr RNG nichts mehr generiert werden mit RNG. Weswegen du dann auch quasi diesen fixen Wert hast, der durch deine SID und ID bestimmt wird. Aber solange die Batterie voll ist, ist alles normal, so wie hier. Aber in Rubin und Saphir gibt es halt keinen Deoxys. Es gibt unterschiedliche Regeln bei Männern und Weiblein im Bund. Was? Das ist krass, ja, ne? Das ist so ein bisschen so, zum einen sagt man, hey, wir unterscheiden nicht das Geschlecht beim Bund. Deswegen gibt es nur den Soldaten und nicht die Soldatin. Es ist alles, ihr seid neutral für mich alle. Aber zum anderen müssen sie halt, oder machen sie einen Unterschied zwischen den Frisuren. Weil ist das echt, müssen Männer rasiert sein im Bund? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich dachte, das ist alles nicht mehr so hart. Ich dachte, dass im Bund Männer Bart haben können und lange Haare. Aber anscheinend nicht, ne? Du musst eine Kurzhaarfrisur haben und keinen Bart haben, glaube ich. Und Frauen dürfen lange Haare haben. Was, wenn man komplett auf neutral geht, natürlich dann irgendwie komisch ist. Aber es wäre auch irgendwie krass, wenn du als Frau dir einfach eine Glatze rasieren müsstest. Zum einen wäre es Gleichberechtigung oder gleich Kacke. Zum anderen wäre es irgendwie unfair. Schwierig. Auf der anderen Seite musstest du bestimmt genau die gleichen krassen Sachen machen wie die Männer. Du musstest bestimmt auch, wenn es hieß, einfach jetzt 10 Kilometer Marsch in die Richtung mit 20 Kilo Gepäck in der Nacht bei Regen, dann musstest du das genauso schaffen wie die Männer. Da gab es bestimmt keine anderen Regelungen. Bart sollte eigentlich nicht sein, wegen der ABC-Schutzmaske, damit sie auch wirklich dicht ist. Die ABC-Schutzmaske, natürlich.
Die Alpha, Beta, Gamma. Ich weiß gar nicht, was ABC dann heißt. Absolute, bruchsichere Chloroform-Maske. Chloroform, vielleicht nicht Chloroform. Chlorophyll, nee, Moment. Chlor. Aber nur Chlor. Die Anfragen waren gleich. Ja. Ich muss mir nochmal dein Video anschauen, wie ich ein RNG-Deoxys bekommen kann. Da brauchst du mein Video nicht anschauen, weil ich erkläre das in dem Video nicht. Ich habe nur darüber berichtet, dass das geht. Wenn du wirklich ein Tutorial haben willst, dann suchst du dir, sage ich wie im Video, sage ich das auch, dann schaust du dir Videos von Papa Jefe oder I am Blissy an. Weil die erklären das wirklich. Ich erkläre es im Video nicht. Also du könntest es wahrscheinlich, wenn du ein bisschen logisch denkst, auch anhand von meinem Video für dich nachmachen. Aber mein Video war kein Tutorial. Mein Video war wirklich einfach nur, hey, wusstet ihr, dass das geht? Und ich wollte die Diskussion aufmachen, dass RNG-Manipulation nicht Cheaten ist. Sondern eine eigene Shiny-Hunting-Methode. Aber als Tutorial würde ich es nicht nehmen. Da schaust du lieber, da googelst du lieber Deoxys RNG-Manipulation auf YouTube. Da gibt es richtige Tutorials dann. Mein Video hat, glaube ich, auch keine Download-Links unten. Du brauchst hier bestimmte Software. Atombiologisch und chemische Kampfstoffe. ABC-Maske. Atombiologisch und chemisch. Warum atombiologisch? Atomare biologische chemische Schutzmaske. Heißt atomar, dass da nicht mal Atome durchkommen? Das kann nicht sein, dann wirst du ersticken. Oder ist da ein Sauerstofftank drin? Egal. Das ist alles sehr detailliert gerade. Biologisch-chemisch verstehe ich, aber atomar? Krass. Da kommt nicht mal ein Atom durch. Die ABC-Maske. Aber meinst du, wenn ich bis vor Deoxys bin, ich durch die Shiny Hunting Methode RNG ein Shiny Deoxys bekommen kann auf Pokémons Markt? Wenn du vor Deoxys stehst in Smaragd, kannst du definitiv es RNG manipulieren. Aber in Smaragd gibt es halt auch wieder eine Ausnahme. In allen anderen Spielen ist es wieder anders. Aber in Smaragd musst du deine SID wissen, also deine Secret ID. Es reicht nicht nur deine ID zu wissen, sondern du musst die komplette achtstellige Zahl wissen. Und die SID siehst du halt nicht in deinem Spiel. Das heißt, entweder guckst du in dein Spiel rein, durch PK-Hacks zum Beispiel, oder du musst eine andere RNG-Manipulation machen, um deine SID rauszufinden. Da kenne ich mich nicht ganz so aus. Ich glaube, um relativ einfach deine SID rauszufinden, musst du ein Shiny Pokémon haben. Wenn du ein Shiny Pokémon hast, kannst du quasi rückwärts analysieren, was dann deine SID ist. Wenn du deine SID weißt, kannst du sehr einfach Deoxys RNG manipulieren. Aber es geht halt nur, indem du deine SID weißt. Wenn du kein Shiny hast, ist es, glaube ich, ziemlich kompliziert, die SID rauszufinden. Wenn du die SID hast, stehst du einfach vor dem Deoxys, gibst die SID in eine Software ein und dann siehst du genau, welcher Frame es ist. Und dann versuchst du einfach, den Frame zu erwischen, was ich ja Second Try, glaube ich, geschafft habe. Also es war super einfach. Ich habe einmal korrigieren müssen. Oder dritter Versuch war es, glaube ich. Ich habe einmal es gemacht, dann gesehen, dass ich komplett daneben war, habe das korrigiert, zeitlich gesehen. Dann habe ich es nicht getroffen, aber nur um so zwei Frames nicht getroffen. Habe ich es einfach nochmal probiert und zack, boom, getroffen. Also es ist ultra einfach. Aber es ist halt noch mehr Cheaten als andere RNG-Manipulationen, weil du eben die SID benutzt. In anderen RNG-Manipulationen benutzt du nicht deine SID, sondern du benutzt sowas wie Blinks oder halt RNG im Spiel, das du siehst und daran misst. Aber bei Smaragd musst du die SID benutzen, weil es eben eine fixe... Es ist halt, wie ich gesagt habe, Smaragd hat die Besonderheit, dass es keine Randomness ist, sondern... Anhand deiner SID wird kalkuliert, wo die Shiny Frames sind. Deswegen musst du dein SID wissen.
Es ist tatsächlich Schutz vorm Fallout. Es wird tatsächlich atomar gemeint. Krass. Krass, die Maske schützt sogar vor atomarem Müll quasi dann. Krass. Ist so ähnlich wie der Atemschutz bei Feuerwehren, nur dass Soldaten keine Sauerstoffflasche dran haben. Aber am Ende wäre es ein legites Shiny Deoxys. Ich meine Legitness im Sinne von, dass es ein Deoxys, das tatsächlich existiert, ja. Klar. Weil du hast ja das Deoxys nicht selbst kreiert durch einen Cheat-Software. Legitness im Sinne von, was du darüber denkst, das musst immer du selber definieren. Es ist definitiv so legit, dass Pokémon Home es erlaubt, weil es ist ja ein Deoxys, was du im Spiel gefangen hast. Legitness, wie sehr das jetzt gecheatet ist, muss man immer selber für sich definieren. Und dir drücke ich die Daumen, dass heute ein Shiny Deoxys bei dir kommt. Ich mache nicht mehr so lang. Also langsam, ich sag schon seit 3 Wochen, dass es langsam frech wird. Ich sag seit 10.000, dass es langsam frech wird. Aber jetzt sind wir fast bei 30.000. Das ist schon unverschämt. Wir müssen uns mehr beschweren. Die kommen, wenn man sich beschwert. 27200. Was wäre eine schöne Zahl, auf der wir aufhören könnten? 27272. G72. 60. Nee, ich glaube nicht. 80. Doch, 72 geht. Okay, gehen wir auf 72. 27272. Da geht doch einiges. Ruhe. Ruhe, du Full-Orts-Hunter. Ich bin Full-Orts-Hunts nicht gewöhnt. Aber jetzt habe ich die ordentliche Dröhnung gekriegt. Wurde noch ein Who-Dead-Pokémon eingelöst? Wurde es das? Von der Sandwich-Katze vor 13 Minuten. Aber ist die Sandwich-Katze noch da? Ja, der Staub. Es ist schon klar, dass es die Strahlung nicht absorbiert, die ABC-Maske. Aber der Staub, der halt dadurch aufgewirbelt wird, der Plutonium oder was auch immer, nukleare Scheiße beinhaltet. Schau, die Sandwich-Kasse ist nämlich gar nicht da. Wir müssen die Punkte zurückgeben. Squash-Körper. Viscora. Süß. Ich habe heute übrigens nicht nur ein Shiny Voltoball in Pokémon Go bekommen, sondern ein Shiny Lapras. Ist das irgendwie zurzeit einfacher? Weil Lapras ist ja auch auf dem Starting-Screen. Auf dem Ladebildschirm. Aber da war einfach ein Lapras im Wasser. Ich hab's angeklickt und dann war das einfach lila. Shiny Lapras in Pokémon Go. Hallo? Und 5 Minuten davor Shiny Voltoball. Voltoball verstehe ich noch. Ich glaube, wir sind immer noch in diesem Voltoball-Event drin. Aber Lapras? Da war ich ein bisschen positiv. Positiver als sonst überrascht bei Pokémon Go. Lapras ist grundsätzlich erhöht. Und schon hast du es mir kaputt gemacht. Also war es nicht besonders. Gut zu wissen. Scheiß Pokémon Go. Lapras ist crazy. Anscheinend nicht. Echt? Die Maske hat ein Ventil, wo man Strohhalm reinstecken kann, um trinken zu können? Ich meine, es macht Sinn. Aber mit dem Strohhalm darfst du dann nicht in der Luft so machen. Dann bringt es wieder nichts. Aber ja, quasi Strohhalm ins Wasser, Strohhalm in die Maske. Nice. Hab keins in 8 Jahren. Anscheinend sind sie gerade einfacher. So, Sandwich-Katze nicht da. Es tut mir leid, Sandwich-Katze, du kriegst deine Punkte zurück. Aber wir machen auch so einmal das hier. Nope. Kacke. Gute M2000. Maske?
Was ist M2000? Das heißt Nimbus 2000, auf dem ist Harry Potter geritten, weil er so ein reicher Schnösel war. So heißt die Maske? Nee, so heißt der Besen, auf dem Harry Potter geritten ist. Nimbus 2000. Oder war es 3000 sogar? Alles falsch. Du hast 3 Lapras in Go. Du hast aber auch alles in Go. Du hast 100 beste Freunde. Ist ziemlich kompliziert. Strohhalm in das Ventil der Wasserflasche und dann in die Maske. Das heißt, du hast nochmal extra eine Wasserflasche. Du kannst nicht einfach zu einem Becken gehen und da deinen Strohhalm reinstecken. Irgendwann später wurde es der Feuerblitz. Nimbus 2000. Ach, und dann wurde er Feuerblitz genannt. Nimbus 2000 ist cooler. Ah, was ist das? Pichoran. Niduchu. Das Gesicht ist so weird, so langgezogen. Es sieht ein bisschen aus wie... An irgendwas erinnert es mich. An so ein Ghibli-Viech vielleicht. Alter, Nimbus ging... Achso, ja, er hat einen weiteren Besen bekommen. Du hast einen Lapras in HGSS. Cool. Bam, bam, bam. Man kann nie genug Shiny Lapren haben. Ich habe bei dem neuen Garados-Video so darauf geachtet, nicht Karpaden, Karpadore oder Garadosse zu sagen. Ich habe immer so richtig ultra nerdy korrekt einfach die Garados und die Karpador gesagt. Lapraten, das ist eine Krankheit. Die Go-Feste laufen gerade nächsten Monat. Ja, stimmt. Irgendwo auf der Welt ist immer gerade ein Go-Fest. Am liebsten hätte ich gerne einen Gen 1 Shiny, aber hab die Spiele nicht. Dann sparen, zu Weihnachten wünschen. Geht schon. Irgendwann wirst du deinen Traum erfüllen. So wie ich meinen dringendsten Traum, 3 Shiny Deoxys zu haben. Und es wird mir erfüllt jetzt. Oh ja, Ignivore, stimmt. Rosa hat Ignivore gekriegt aus dem Ei und dann war sie so 400? Ich sag, ja, Ignivore ist auch ein krasses Pokémon. Erstmal spazieren gehen mit Ignivore. Du hast die Tage Shiny Krypto Tuska bekommen. Sweet. Irgendwann bekomme ich die 3 Shiny Galarvögel. Ich glaube an deine Worte. Ich habe die halt nur einmal abgeholt. Ich würde ja sogar einen Deal eingehen, wenn ich 3 zusätzlich mir geholt hätte. Aber damals war ich echt egoistisch. Und habe sie nur für mich geholt. Die ignorieren Candies. Die Ignivore Candies zu bekommen ist echt hart. Ja, halt, aber dafür kriegt man halt in Eiern direkt irgendwie 16 Candies. Beziehungsweise 5 Kilometer für ein Candy. Aber ist ja klar, es ist ja auch ein Ignivore, ne? Es ist das Gen 5. Wobei, hatte nicht Gen 5 schon so ein krasses mit Ohafnir? Ohafnir ist Gen 6. Jede Gen hat ja so ein 400 Kilometer Ding. Oder 400 Bonbon Ding. Ohafnir ist 6. Dann ist Ignivore bestimmt das für Gen 5. Was ist Gen 4? Also wir haben Karpador. Gen 2 war dann... Was hat Gen 2? Ja, Garados.
war Gen 1 das 400-Bonbon-Ding. Was war bei Gen 2 400-Bonbon? Hm? Ich habe auch noch keinen weißen Penis in Go. Dauernd wird er unten rechts angezeigt, aber er ist nie irgendwo, wenn ich irgendwo bin. Ich habe auch noch keinen Frostpino gekriegt in Pokémon Go. Keine Ahnung, wo die sind. Milotic, ah ja, Milotic war 3. Hat Gen 2 kein 400-Bonbon-Viech gehabt? Das kann gut sein. Ich könnte schwören, Gen 2 hatte auch was. Aber da ist ja auch nichts wirklich selten. Nee. Aber hatte Gen 4 ein 400er? Wailord, oder? Wailord. Gen 3 war Wailord. Hatte Wailord... Nee, Barschwa hatte nicht 400. Milotic ist nur 100. Das war Wailord mit 400. Ja, ja. Barschwa hatte dafür irgendwas anderes mit 20 Kilometern, genau. Wailord war 400. Aber 4, Gen 4? Was hat Gen 4 für 400er gehabt? Welcher weiße Penis schlägt da? Hast du nicht Pokémon gespielt? Schlägt da ist der weiße Penis. Gen 4 hatte, glaube ich, dann vielleicht immer abwechselnd. 1, 3, 5 und dann 6. Trikefallo oder sowas in Gen 4. Nee, Brutalanda. Ist alles nicht Gen 4. Velursi? Velursi hat doch nicht 400 gebraucht. Aber Velursi ist auch Gen 7. Urhafni ist Gen 6. Echt? Velursi hat 400 gebraucht? Velursi war halt mal dieser Community Day mit den 1000 Shinies. Da hatte man schnell die 400. Dann hat man auch, glaube ich, auch noch ein Velursi, wie ist die Weiterentwicklung von Velursi? Kann ich mir nie merken. Ja, ja, das war die Zeit, wo komischerweise auf einmal Gen 7 veröffentlicht wurde. Und wir waren alle so, was? Warum sind wir denn jetzt in Gen 7 auf einmal? Es ging auf einmal alles so schnell. Wahrscheinlich wegen Corona. Das war, glaube ich, schon davor. Keck. Kap. Velursi wird zu. Kap, 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 kap. Kast. Kastadur. Nee, aber so ähnlich. Kastodier. Irgendwas mit K. Und jetzt kommt ihr mit einem V oder so. That's what's up. Ich bin über 27272 drüber. Ich bin doch doof. Ich habe in Go leider viele Events verpasst. Oh, ich auch. Weil mein Handy zwischenzeitlich nicht mehr kompatibel war, spiele jetzt immer mal wieder sporadisch. Ich spiele auch sehr casual Pokémon Go. Also wirklich sehr. Ich setze mich nie in Arenen rein, ich verdiene nie Gold. Mein Maximum an Items ist 500 und sowas, also es ist wirklich casual bei mir. Meltan braucht 400, true. Costurso, schau, ich hatte recht. Costurso war voll nah dran. Was hatte ich gesagt? Doch, hatte ich nicht Costurso gesagt? Co. Mir macht's nichts aus, wenn ich Events verpasse in Pokémon Go. Mich stört's, wenn ich Sammeltrophäen verpasse. Weil das finde ich voll geil, diese Links, diese Quests, wo man bestimmte Pokémon fangen muss, die es zurzeit gibt. Und das habe ich letztens wieder verpasst, als ich im Urlaub war, wo man quasi die Sandburg entwickeln musste oder ein Traumato zu Hypno entwickeln musste. Und ich war auf diesem Berg in Italien und ich habe kaum gespielt und wenn, sind ja natürlich nicht entschieden. Das finde ich immer kacke, weil es ist so gemein, weil jedes Mal, wenn man eine Sammelherausforderung abschließt, steigt halt diese Trophäe um ein Level.
Und das ist so nervig, wenn ich bedenke, wie viel Level meine Medaille schon haben könnte. Ich habe sehr viele mitgemacht. Also ich bin locker bei über 70, glaube ich. Aber ich glaube, man kann inzwischen locker schon 90 haben. Und das ist gemein, wenn man das verpasst, weil man halt dieses Level nie zurückbekommt. Ich finde auch, dass die Namen der Pokémon immer doofer werden. Nö. Was für ein Beispiel hast du? Die Namen sowie das Aussehen von Pokémon ist in jeder Gen immer schon gleich gewesen. Es gab immer schon dumme, lustige, coole, verrückte Aussehen, Namen, immer schon. Die Bandbreite war schon immer da. Weit über 100 ist schon möglich. Was für ein Level habe ich? Wo sehe ich das Level? Ist die irgendwo da bei diesen... Ist das das da? Nee. Das da. 81 habe ich. Top-Sammler. 81. Aber das tut weh, wenn man da was verpasst. Weil... Du kriegst halt dieses Level, das wird halt nie wieder wiederholt. Das ist einfach so, okay, du hast halt ein Level nicht. Und bei Mew war es ja, glaube ich, so, dass du musstest die Sammeltrophäe auf Level 50 haben. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, dass es irgendwann heißt, habe die Sammeltrophäe auf Level 100 und ich bin so, was? Du machst so gut wie alles mit und dann fehlt's dir. Oh, Wablu. Stimmt, Weilmar und Wablu in Gen 3. Haben beide 400, also zwei in einer Gen. Krass. Das ganze Eisengedöns ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber es ist halt ein Konzept. Ich meine, die heißen halt so, das ist ja der Witz daran, dass ja Pokémon sind, die aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit kommen und deswegen heißen sie so, wie sie aussehen. Ich meine, das eine ist Brüllschweif, das andere ist Riesenzahn. Die haben sie halt wortwörtlich benannt. Und deswegen heißen alle aus der Zukunft Eisendorn, Eisenschweif, nee, Eisenhals und so weiter. Ich finde, man, auch wenn die Namen jetzt nicht super kreativ sind, weil sie eben nur Eisen, finde ich es cool, dass sie einem gewissen Konzept entspringen, was nachvollziehbar ist. Du findest, Rollum ist ein dummer Name? Rollum ist großartig, weil Rollum hat Basisstats von insgesamt 360. Weil es Rollum heißt. Weil es im Kreis sich steht, 360 Grad, so wie Pandia. Pandia hat auch einen Gesamtbasiswert von 360, weil es sich immer dreht, weil ihm schwindelig ist. Also Rollum war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Rollum, der Name ist tatsächlich super gut passend zu dem Pokémon. Du hast noch gar keine Sammeltrophäe. Ich finde, die machen fast am meisten Spaß. Du bist bei 118 und mir fehlen nur die Raid-Aufgaben. Oh ja, die habe ich auch nie gemacht. Wer hat Pikachu Pikachu genannt? Pokémon hat Pikachu Pikachu genannt. Achso, du meinst in der Welt von Pokémon. Das ist im Anime ja die Frage. Im Anime zumindest. Haben wir Pikachu Pikachu genannt, weil es Pikachu sagt? Oder nennt sich Pikachu selber Pikachu, weil wir es so genannt haben? Ich glaube, die Frage wurde nie beantwortet. Aber in den Spielen, ich meine, wer hat Katze Katze genannt? Wer hat Ameisenbär Ameisenbär genannt? Irgendwelche Forscher, die dieses Pokémon direkt entdeckt haben. Professor Eich kann bestimmt ein paar Namen so auf seine Schulter schreiben. Auf seinen Rücken schreiben, wie sagt man das? Kann bestimmt sich auf die Schulter klopfen, weil er ein paar Pokémon benannt hat, bestimmt in Kanto. Ignivor, FM, Velusion, Meltan. Und Weilmer, Wablu, Carpador. Du hast nicht alle gerade genannt. Carpador, Wablu, Weilmer, Ignivor, FM, Velursi und Meltan. Das sind die 400er. 7 Stück. Er sagt halt seinen Namen, aber was sagt Eisenfaust? Da müssen wir den Anime gucken, bis irgendwann Eisenfaust vorkommt.
Ich meine, manche Pokémon machen auch nur Geräusche. Mäh. Kanimani zum Beispiel. Mäh. Ah ja, das wird interessant, wie der Anime das löst. Ob Eisenhals sagt. Ich meine, auf Englisch heißen sie cooler. Ich meine, auf Englisch heißen sie auch alle Iron. Irgendwas. Ne, die haben das durchgezogen. Wahrscheinlich auf Japanisch auch. Das ist halt wirklich die Absicht dahinter. Ich würde im Anime es so machen, dass die Antiken alle nur Schreie haben. Also wirklich sowas wie, wow, Brüllschweif brüllt wirklich. Ups. Und die zukünftigen sollen so Geräusche machen, wie Computer sie machen. Ich glaube, das wäre das Logischste für mich. Weil es sind ja... Oder es ist halt so eine Lautsprecheransage, so Eisenfaust. Das macht auch keinen Sinn, weil dann... Wobei doch, es sind ja wahrscheinlich Computer und keine tatsächlichen Tiere. Aber vielleicht ist das Gehirn... Vielleicht ist eine Eisenfaust das Gehirn von einem Hariyama. Nur alles andere wurde ersetzt mit Maschine. Dann müsste es aber Hariyama sagen. Aber um dem zu entgehen, diesem Paradox, würde ich, glaube ich, im Anime sie quasi mechanisch vertonen und gar keine Namen sagen lassen, sondern nur so piep, boop, piep, so Regirock-mäßig. Hi, wie läuft's, Shiny? Siehst du. Es läuft. Pokelosophie, genau. Reißlos ist auch 400. True, wir haben noch eins gefunden. Das heißt, ich habe eigentlich alle 400er außer Ignivor. Ich glaube, alle anderen habe ich inzwischen geschafft. Ich war noch nie beim Stream dabei. Ich habe richtig viele Videos von dir geguckt. Dankeschön. Aber du warst schon beim Stream dabei, weil dein Name ist nicht grün. Wenn du zum ersten Mal schreiben würdest, wäre deine Nachricht grün. Du kannst mich nicht hereinlegen. Nee, Schmarrn, kann auch sein, dass Twitch einen Fehler macht. Alles gut. Ich bin nur gemein, wie immer. Backel und Hefel sind süß. Ja, hat jemand was gegen Backel und Hefel gesagt? Es heißt auf Englisch Fido. Wie ein guter Name. Fido. So wie Fido? Nur mit Do. Endlich erwische ich einen Stream von dir. Itago. Gott sei Dank. Endlich schaust du mal rein. Nee, danke, Filutschka. Ich habe auch noch viele Rezepte bei dir geguckt. Bei Pokémon kam 7 und Purpur und dass man nur 2 Begegnungskraft 2 machen sollte und nicht Schillerkraft 3 oder sowas. So mache ich's halt. Ich sehe es halt nicht ein, Schillerkraft 3 zu machen, wenn es einfach komplett übertrieben ist und man es nicht braucht. Aber viele lieben Schillerkraft 3 und lieben es zu raiden. Apropos, das darf ich nicht vergessen, ich muss heute noch Flambirex machen. Mir darf kein Titan entgehen. Es geht nicht um das Aussehen, sondern um die Namen. Ja, Backel und Hefel sind großartige Namen. Verstehst du den Witz nicht hinter Backel und Hefel? Das sind Brote. Brote sind aus Hefel gemacht. Und Hefel ist Hefe. Nur als Hundename. Und Backel ist gebackene Hefe, weswegen es dann braun ist. Deswegen heißt es Backel, so wie Dackel. Nur gebackt, Backel. Verstehst du das? Die Namen sind voll gut. Du suchst irgendwie die Namen raus. Ich meine, es gibt viele Namen, die dumm sind. Wie Velosi. Jetzt schon? Kannst mir nicht sagen, dass du das nicht... Okay, wusstest du, dass Rettan umgedreht Natter heißt? Und Arbok, Cobra. Und Rotom, Motor. Und, warte, eins gibt's noch, oder? Girafarik. Jetzt nicht noch eins? Backel, du backst das. Relok, genau. Relok heißt Cola. Aber das waren, glaube ich, alle. Girafarik heißt Girafarik, weil es von vorne und hinten...
Gibt's schon. Ich finde, es gibt mehr gute Namen als schlechte Namen. Aber es gibt ein paar, die einfach so random sind, die man nicht wirklich... Also ich glaube, ein dummer Name ist Taubsi. Taubsi ist ein Beispiel für Namen, die zu simpel sind. Und nicht mal stimmen, weil Taubsi ist keine Taube, sondern ein Spatz. Aber da war es noch der Anfang. Rotem wusstest du nicht. Motor. Rotom und Relluk ist dir nicht aufgefallen. Relluk ist Kulla, ja. Der kullert den die Scheiße vor sich. Spatzi. Einfach Spezi heißen. Faregiraf auch? Ja, 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 stimmt. Es gibt halt so Namen, die einfach, wo man sich denkt, hä, warum heißt es so? Aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Tri Kefalo ist halt Tri Duo Capuno. Bei Zapdos, Arctos und sowas haben sie es halt auf Englisch schon besser gemacht. Aber sie haben es, finde ich, trotzdem gut übersetzt. Arctos, Zapdos, Lavados, das macht halt schon Sinn, aber alle drei haben Dos am Ende, was dann wieder keinen Sinn macht. Wenn, dann hätte es Arctres, Zapdres und Lavatres heißen sollen, aber das klingt doof. Aber Moltres und Zapdos und Articuno sind halt nicht deutsch genug, deswegen mussten sie es... Es ist schon eine gute Lösung, aber sie ist halt nicht perfekt. Ich glaube, es ist ein Grund, warum Legis heutzutage einfach übernommen werden. Legis haben heutzutage einfach keine Übersetzung mehr, sondern es ist immer eigentlich der Name. Es gibt Ausnahmen. Gen 5 hat noch andere Namen, also Voltolos heißt anders. Kaum anders, aber ein bisschen anders und so. Viridium heißt ja auch leicht anders. Aber sonst Gen 7, Iveltal, Xerneas, Sigard. Die heißen in allen Sprachen gleich. Ich glaube, ab Gen 6 haben sie echt Legis immer gleich. Nee. Wah. Die Schildkröten, Wetter, Geist, Genie, die heißt, glaube ich, auf allen Sprachen wieder anders. Zählt nicht. Leoard Quee aus? Nope. Später werden die Namen all die Pokémon Spiel, Namen, Toilette und Messer oder so heißen. Mein Lieblings-Pokémon ist Toilette und mein Lieblings-Pokémon ist Döner. Niemals wird das passieren. Ich mache mir nie so viele Gedanken. Man lernt nie aus. Ja, jeder Pokémon-Name hat einen Grund, warum das Pokémon so heißt. Selbst so dumme wie Caradonis. Können wir jetzt nachschauen. Was hat. Ich meine, Caradonis ist Karate und Döner. Nein. Caradonis ist Karate und Adonis, oh mein Gott, das macht so viel Sinn. Caradonis. Aber die Weiterentwicklung, oder die davor, Jiu-Testo. Jiu-Testo ist Jiu-Jitsu wahrscheinlich und Testosteron. Ja, schau. Deoxys tatsächlich macht für mich, habe ich nie wirklich nachgeguckt, warum es Deoxys heißt. Deo, Gott. Aber dann steht wahrscheinlich wieder nur, kommt aus dem Japanischen, oder? Wie im Japanischen, ja. Und Deoxys wie im Japanischen. Desoxyribonukleinsäure, also. Ah, im Japanischen ist quasi Deos. Desoxy. Ah. Deoxys ist eine Anlehnung an DNA im Japanischen. Beziehungsweise. Ja, es gibt zwei verschiedene. Ja, im Englischen kannst du es auch. Ja, im Deutschen. Also, Deoxys soll einfach eine Anlehnung an Desoxyribonukleinsäure sein, ja. Da habe ich nie dran gedacht. Es ist schon ein bisschen nicht ähnlich. Es ist schon ähnlich, aber auch nicht ganz so ähnlich. Desoxyribonukleinsäure. Oder Acid. Ist das schon mal passiert, dass Seedman Shiny Pech gemacht hat und dann ist das Shiny kam? Weiß ich nicht. Probier's aus. Hallo, I am Shadow. Dankeschön für 17 Monate. Hallo. Außerhalb des Sauerstoffweltall. Deoxys. Nee, anscheinend ist es wirklich DNS.
Evoli haben wir noch vergessen, aber im Englischen. Beides. Evoli, Evolution, Evolution. Macht schon Sinn. Jeder Name führt auf etwas zurück, weswegen ein Pokémon so heißt. Selbst die Dummen. Aber ich finde, es gibt nicht so viele dumme Pokémon-Namen. Die meisten machen Sinn. Brutalanda. Scharfax. Das sind dann die Namen, wo es ein bisschen schwierig wird. Aber sie klingen trotzdem cool. Scharfax klingt doch cool. Scharfax. Woher kommt Scharfax? Wahrscheinlich scharf und Axt. Okay. Ja, es ist zu offensichtlich. Eevee ist der Name gleich. Echt? Eevee? Das ist mir nie aufgefallen. Wird Eevee sicher überall mit 2e geschrieben? Ich glaube nämlich nicht. Doch. Tatsächlich. Ist mir nie aufgefallen, dass man Eevee vorwärts und rückwärts lesen kann. Aber bei Eevee ist, glaube ich, kein Sinn dahinter. Bei allen anderen ist ja ein Sinn dahinter, dass man es rückwärts liest. Eevee ist einfach, glaube ich, nur zufällig, dass man das rückwärts lesen kann. Ein Palindrom. So wie Girafarik. Nur bei Girafarik ist ja eine Idee dahinter. Aber so wird sein Shiny Luck. Okay. Wirkt nicht. Die Neuwern-Line auf Deutsch ist leider sehr schlimm. FM und Uhafnir. Ich finde die viel cooler. Neubad und... Warum sagst du Neuwern? Meinst du Neubad? Das heißt doch Neubad auf Englisch. Ich find FM und Uhafnir ein viel geilerer Name. Flutschgar, du machst das falsch. Das ist eine Kanalbelohnung. Die musst du einlösen. Nicht Ausrufezeichen Shiny Pace. Kann ja jeder machen. Ich finde FM und Uhafnir ist ein geiler Name. Ich weiß, es ist so ein bisschen Dad-Joke. Es ist so ein bisschen zu sehr auf die 12, auf die 9, auf die 8. Aber es macht halt super viel Sinn, weil es ist halt, ne, es ist halt eine Fledermaus, die mit Ultraschall oder halt mit, halt der Witz ist, dass es mit Radiowellen und sowas halt. Ich finde, es war eine sehr kreative, es ist ein Name, der wirklich sehr viel Sinn dahinter hat. Nicht so wie Taubsi. Da finde ich, Taubsi ist ein flacher Witz, ein dummerer Flachwitz als Uhafni oder FM. Und dann ist es ja auch noch anders geschrieben und so. Ich finde es cool. Neubad und irgendwas. Wer darf eigentlich die deutschen Namen geben? Ich. Ich werde jedes Mal angerufen. Da habe ich gesagt, hey, mach doch FM, aber macht E großes F minus E großes M. Da sagen sie, Leo, du bist so klug. Du kommst deinen Namen, du wirst deinem Namen komplett gerecht. Hier hast du 1 Million Yen. Und dann sage ich, wird Zeit. Und dann kommen sie den nächsten Tag wieder. Und dann sage ich Karadonis, weil Karate und Adonis. Und dann verneigen sie sich. Muss das Leomann? So selbstverliebt bin ich auch nicht. Die deutschen Namen macht die deutsche Pokémon-Firma. Jedes Land hat einen eigenen Zweig. Es gibt spanisches Pokémon, deutsches Pokémon oder Dach-Pokémon, französisches Pokémon, koreanisches Pokémon, amerikanisches Pokémon. Die entscheiden das und das ist offiziell Pokémon und das die offiziell, also die der Hauptsitz in Japan vertraut denen. Das ist Lokalisierung nennt man das und jedes große Videospiel, jede große Filmbranche, Filmunternehmen hat eine Lokalisierung. Bei kleineren Spielen wie Indie-Spiele, die benutzen dann so eine externe Lokalisierung, also da engagierst du Leute, dass
das Spiel in andere Sprachen übersetzt wird. Es kostet sehr viel Geld und ist sehr viel Arbeit und muss sehr akribisch gemacht werden. Deswegen ist ja oft auch... Das war Mariko. Deswegen ist ja auch oft, wenn du ein Spiel gerade rauskommt, ist ja das allererste, was dir auffällt, was nicht stimmt, ist die Lokalisierung. Also, dass du Rechtschreibfehler hast. Oder irgendwo ein Textfeld ganz versteckt in der 5., 6., 7. Questline hat zum Beispiel gar keine Übersetzung und hast auf einmal einen englischen Test. Das passiert ja sehr viel bei sehr großen Spielen oder bei Indie-Spielen. Weil die Lokalisierung ein Haufen Arbeit ist. Aber es ist wichtig, weil inzwischen bekannt ist, dass die Länder gerne ihre eigene Übersetzung hätten. Aber Pokémon ist halt besonders, weil es ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo auch Namen andere, vor allem auch Spielernamen, ist ja nicht so, Delian heißt Leon im Englischen. Hop heißt, ich glaube, Hop heißt in allen Sprachen Hop, oder? Hop? Ich glaube, Pokémon ist echt so das Einzige. Digimon macht es auch nicht. Digimon ist einfach überall. Die heißen alle gleich. Agumon heißt in jeder Sprache, glaube ich, Agumon. Talis auch gleich? Weiß ich nicht. Bam, 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 bam. Was sind wir? 27464. Eieiei. Ich würde ja gerne Sachen lokalisieren. Es gibt so geile Pokémon-Fan-Mods, Fangames. Und ich glaube, viele spielen die nicht, weil sie keinen Bock haben, Pokémon auf Englisch zu spielen. Und selbst wenn man Englisch kann, verstehe ich das ein bisschen, weil die Pokémon halt alle anders heißen. Ich will halt nicht, dass Sandan Sandshrew heißt. Ich will, dass Sandan Sandan heißt. Deswegen bei Pokémon ist es, glaube ich, nochmal extra hart, dieses darauf bestehen, es in seiner Sprache spielen zu wollen. Deswegen spiele ich ja auch Pokémon in Deutsch. Eigentlich nur deswegen. Ich spiele jedes Spiel auf Englisch oder Japanisch. Aber bei Pokémon sehe ich es immer noch nicht ein, weil ich halt seit meiner Kindheit die deutschen Namen gewohnt bin. Und oft sind die deutschen Namen auch besser. Und manchmal nicht. Und oft auch nicht. Mauzi ist so viel besser als Meowth. Im Englischen ist natürlich Meowth besser. Schlurp ist objektiv besser als Lickitung. Wobei Lickitung klingt auch lustig. Aber Schlurp ist so viel geiler. Schlurp. Richtig, ich spiele die Spiele nicht, weil sie Englisch sind. Ja, und setz dich mal dahin und lokalisier mal so ein Pokémon Reborn oder Insurgents oder halt diese Banger-Pokémon-Fangames. Setz dich da mal hin. Das ist monatelange, jahrelange Arbeit, bis du wirklich jede Textbox in gutes Deutsch übersetzt hast. Aber Pokérogue zum Beispiel macht's, ne? Pokérogue ist, glaube ich, auf Deutsch. Weil es einfach, weil da gibt's keine Story, da gibt's keine Textboxen. Die Textboxen, die es gibt, sind auch die, die es quasi im Hauptspiel gibt. Die sind dann einfach übernommen. Und die, die es extra gibt, sind ein paar, die einfach übersetzt wurden. Pokérogue ist doch automatisch in der Sprache, die du einstellst. Aber dass sie Schlurp nicht Slurp genannt haben, ist ein verfehlter Joke. Ja, auf Englisch sollte es Slurp heißen. Wobei Slurp ist halt tatsächlich ein Begriff. Du kannst dich in Pokémon noch etwas benennen, was echt ist. Also was der Begriff ist. Deswegen heißt es Hundämon und nicht Hundemon. Dann hast du ja Glück, dass Deoxys überall gleich heißt. Naja, trotzdem habe ich das japanische Deoxys dann mit japanischen Schriftzeichen. Das heißt ja nicht off home automatisch Deoxys, sondern Deoxys. Ne, keine Ahnung. Halt die japanischen Zeichen Deoxy. Ich weiß gar nicht, was das, die japanischen Zeichen sind, weil eigentlich ist es doch immer so vokallastig. Deoxys. 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 Keine Ahnung. Fatality. Ja, Fatality ist halt, das verstehe ich ja gar nicht, also ich finde es geil.
Relaxo, ja. Relaxo macht so viel mehr Sinn als Snorlax. Wobei, Snorlax macht auch Sinn. So Relax und Snoring. But Relaxo. Relaxo wäre halt... Relaxo klingt komisch. Es muss schon deutsch auch dann sein. Relaxo. Deoxysu? Wahrscheinlich, ja. Fatality wundere ich mich immer noch, dass sie das im Deutschen Fatality nennen. Da frage ich mich nämlich immer, heißt es vielleicht gar nicht Fatality, sondern Fatalité? Da muss man eigentlich mal nachgucken, was der Anime sagt. Sagen die Fatalité oder Fatality? Weil der Sinn ist ja Fatality. Deswegen, es ist echt eine vertane Chance vom englischen Team, dass sie es nicht Fatality genannt haben. Aber es ist definitiv der bessere Name als Sinisty. Ich meine, Sinisty ist auch ein guter Witz, aber Fatality ist so viel geiler. Ja, wegen Fatality, klar, aber es ist untypisch, dass Deutschland einen Namen nimmt, der Englisch ausgesprochen wird. Aber da dachten sie sich wahrscheinlich, ist es noch okay, weil egal in welcher Sprache du wahrscheinlich Mortal Kombat spielst, es wird immer Fatality gesagt, oder? Auch im deutschen Mortal Kombat heißt es am Ende Fatality. Deswegen dachten sie sich, ist es okay. Weil das Beispiel Zarude heißt nicht Zarude im Deutschen, sondern Zarude. Das meine ich. Deswegen habe ich Angst, dass sie im Deutschen Fatalité sagen. Dass die Absicht Fatalité war. Aber ja, im Englischen sollte es auch Fatality heißen. Man spricht es, glaube ich, schon deutsch aus. Fatalité. Ja, ich wäre nicht verwundert. Ich müsste das mal nachforschen. Man müsste nur eine Anime-Folge finden, wo Fatalité vorkommt. Gott sei Dank heißt Celebi überall gleich. Ja. Celebi. Ja, Celebi. Im Japanischen heißt es Celebi. So wie die Website. Du hast noch nie über den Namen Fatality nachgedacht? Einer der geilsten Pokémon-Namen? Leute, hinterfragt die Welt! Fatality! Auch mit Doppel-I? Nee, glaub nicht. Ich habe beim ersten Mal nur gedacht, fataler Tee. Ja, das ist dann der deutsche Witz dahinter quasi. Aber wenn du es halt Englisch aussprichst, ist der tatsächliche Witz drin, dass es Fatality heißt. Fatality. Das ist euch nicht aufgefallen? Come on, was haben wir noch? Wie können wir euren Kopf noch zum Explodieren bringen? Mortipot kommt von Pot und Mort. aber im Englischen heißt es Poltergeist, ne? Poltergeist. Polchageist? Ah ne, Poltergeist. Poltergeist ist es im Englischen. Da benutzt sie den deutschen Begriff, weil Poltergeist ist tatsächlich ein deutscher Begriff, der im Englischen genutzt wird, so wie Gesundheit oder Kindergarten. Poltergeist. Und dann Char, Polchageist. Das ist bei uns, weil Mordchar, Fatalicha heißt es dann im Englischen. Mordchar heißt es bei uns. Gott, ich komme da so durcheinander jedes Mal. Fatalité und Mortipot sind im Englischen Sinisty und Poltergeist. Und dann ist es bei uns Morcha und Poltergeist. Nee, Morcha. Fatalicha ist deutsch. Ist Fatalicha wirklich deutsch? Aber sie drehen irgendwas um. Sie haben so, also ist nur die Evolution umgedreht. Fatalicha ist es danach und Morcha ist es davor. Ja, Morcha wird zu Fatalicha. Die drehen quasi die Evolution-Namen um. Ja, sowas. Irgendwas wurde umgedreht.
Okay, 72528. Ogel sieht japanisch witzig aus. Der Ogel heißt im Englischen Kramor. Nee. Ogel, Ogelnator. Ogel wäre cool, wenn das Pikachu in seinem Mund auch shiny werden würde, aber es wäre unlogisch. Ogel, krak, 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 Ogel, krak, krak, krak. Warum sieht Ogel japanisch witzig aus? Ogel. Dann müsste das Pikachu auch shiny werden. Ja, aber es ist halt unlogisch. Ich finde, es wäre cool. Ach, Ogel im Japanischen. Ah, der ist, ach, so ein Smiley. Geil. Vielleicht war das die Absicht dahinter. Das machen die ja oft, dass sie Namen geben, die geschrieben lustig aussehen. Cramorant, genau. Okay, das ist, ja, ist lustig, das Japanische. Ja. Es wäre trotzdem cool, wenn jedes Urgel eine 1 zu 4000 Chance hätte, ein Shiny Pikuda oder Shiny Pikachu zu spucken. Das wäre cool. So komplett nicht in Betracht von, dass das Urgel shiny ist, weil das ist ja logisch, dass nicht automatisch das Pikachu shiny ist. Aber wenn die Attacke jedes Mal quasi eine shiny Chance hätte, das wäre cool, ey. Das hätten sie so gut machen können. Irgendjemand hat letztens auch unter meinen Knapfel... Nicht unter dem Knapfel-Video, aber unter dem, ich glaube, 50 Shinies, 50 Stunden. Irgendwo habe ich das Hydrapfel gefangen in Shiny. Dann habe ich gesagt, wusstet ihr, dass Hydrapfel das erste Pokémon ist, dessen Attacke auch Shiny wird, wenn es Shiny ist? Weil es diesen Säurewurf hat und dann ist die Flüssigkeit nicht rot, sondern Gold. Und darunter hat jemand kommentiert, dass das tatsächlich nicht das erste Mal war, dass ein Pokémon die Shiny Attacke hat. Sirup, genau, Sirup, Säuresirup oder so. Hallo Sakura. Ast-Trainer muss für Englischsprachige komisch aussehen. Haha. Das heißt nicht Ast-Trainer, sondern das heißt Ace. Ace-Trainer. Aber ja, es. Auch für Englische, die das deutsche Spiel spielen, ja. Ass-Trainer. Aber ich habe vergessen, was die Person kommentiert hat. Und ich dachte mir auch, okay, irgendwie stimmt's, aber irgendwie auch nicht. Es gibt ein Pokémon, das quasi eine Attacke macht, das in der Shiny-Version anders ist. Aber es war sowas wie, ja, der Rutenschlag sieht von einem Shiny Rizeros ja anders aus. Ja, logisch, weil die Rute vom Rizeros anders ist. Aber der Sirup ist ja eine eigene Farbe, was es von sich gibt. Aber was war das? Ich kann auch nicht nachschauen, weil ich das... Wobei... Ich habe das sicher nicht mit dem Herz versehen. Ach doch, ich habe es mit dem Herz versehen. Verdammt, ich finde das Kommentar nicht mehr. Ich habe meine Maus durch den Raum geschmissen. Okay, doch, das interessiert mich jetzt. Ich gucke schnell nach, was es für ein Pokémon war, was auch die Attacke mit Shininess ändert. Oh, das Video hat, glaube ich, ein paar zu viele Kommentare. Kann ich das irgendwie umstellen? Unbeantwortete Kommentare. Geht das noch mit der Zeitumstellung? Ja, warum sollte es nicht gehen? Ja, klar. Idioten. Ich krieg immer noch Kommentare unter meinem Video von dem Synchromodus, dass ich Celebi vergessen habe. Celebi is not available in Gen 9. Mensch.
Ist es möglich, über Pokémon Bank und dann Home Dittos aus Gen 6 und 7 zu übertragen? Nein. Hä, hey, natürlich. Ja, klar. Das ist nicht Country Road, hör hin. Jetzt beantworte ich Kommentare. Tut mir leid. Geht's bei der Attacke um Sirapfel? Hydrapfel, glaube ich, hat nur die Attacke. Okay, warte, ich suche dieses Kommentar. Ich muss ja eigentlich nur nach dem Video filtern, ich Trottel. Filter. Shiny. Ohne Gewürze? Nee. 120 Shinies? Nee. Bam, badam. Danke für dein Herz. Immer. Wo habe ich das mit diesem Sirapfel gesagt? Habe ich mir das eingebildet? Habe ich das gelöscht vor Wut? Ah, hier. Sirapfels Attacke, Sirupbombe. Die erste Attacke ist, die sich an die Farbe eines schillernden Sirapfels anpasst. Bei der... Shit. Das kann ich nicht sagen. Bei der ultrabeste Koplosio ist das bei der Attacke Knallkopf indirekt auch, weil es seinen Kopf dabei schmeißt. Ja, aber das zählt eben nicht, weil es ein Körperteil benutzt. Genau das meine ich. Pascal, das können wir doch nicht sehen als Attacke, die auch shiny ist, wenn das Pokémon shiny ist. Wenn Koplosio seinen Kopf schmeißt, ist ja logisch, dass dieser Kopf dann nicht auf einmal nicht shiny ist. Aber die Attacke Sirupbombe ist halt wirklich eine Attacke, die einzeln animiert ist, unabhängig vom Körper. Aber tatsächlich haben sie sich die Mühe gemacht und den Sirup umgefärbt. Das ist was ganz anderes, als wie wenn Koplosio seinen Kopf schmeißt. Warum schmeißt Koplosio seinen Kopf? Sehr dumm. Da kommt einem direkt der gelbe Sirup hoch, genau. Koplosio schmeißt seinen Kopf? Nee. Der Sirup wurde extra umgefärbt. Das ist viel cooler. Mein Krippuck will einfach nicht kommen. In welchem Spiel denn? 20 NPCs klingt sehr wenig. In welchem Spiel suchst du Krippuck? Gen 4 oder BDSP oder... In Legends Arceus musst du die Dinger sammeln? Leuchtende Perle? Meines Wissens waren es 70. War das nicht 70? Krippuck! Okay, Vicky.
BDSP. BDSP, BDSP, Route 209. Der geweihte Turm, Spirit Cairn 32. Okay, sorry. Was sagst du, wie viel hast du? Ich habe seit 20 NPCs Gespräche immer noch die Anzeige. Ja, aber es sind 32, die du brauchst. 20 reicht nicht. Ich dachte, es waren 70. 32 brauchst du. Und du weißt, dass es 32 verschiedene NPCs sein müssen. Das heißt, wenn du aus Versehen mit einem NPC zweimal geredet hast, dann ist das trotzdem nur einer. Du musst wirklich dir quasi markieren. Also es gibt eine Karte irgendwo im Internet, wo du siehst, wo NPCs stehen. Und es müssen verschiedene sein. Dann bist du immer wieder die gleichen abgegangen. Auch wenn du hochgehst und wieder runtergehst, das ist der gleiche NPC. Die im Cowboy-Outfit, die unter Trostu steht, keine Ahnung, ist ein NPC. Ich habe mit jedem mindestens einmal gesprochen. Und du hast auch mit dem Spirit-Cairn das schon aktiviert, ne? Du musst es erst aktivieren, also da reinschmeißen und dann musst du die 32 ansprechen, glaube ich. Anscheinend waren es nicht 32 verschiedene. Muss man nicht auf Namen achten? Ja, es kann auch sein, dass die jedes Mal, wenn man hoch und runter geht, sich random platzieren. Doch, ja stimmt, man muss auf Namen achten. Die platzieren sich random jedes Mal, wenn man runter geht, was man ja machen muss, weil man ja nicht den ganzen Untergrund bewandern kann von einem Ort aus. Und du musst quasi darauf achten, dass es immer ein unterschiedlicher Name ist. Wenn du zweimal mit Heidi redest, dann war es der gleiche NPC. Musst du nicht mit echten Menschen reden? Das ist nur in Gen 4 so. Also im tatsächlichen Originalspiel. Wir reden vom Remake. Da haben sie es ein bisschen netter gemacht. Aber ich glaube, du könntest... Könntest du mit anderen Online-Spielern reden? Aber ich meine, das muss man... Da muss man sich verabreden. Aber ich glaube, das geht. Nee? Müssen es NPCs sein? Also PokéWiki stand auch gerade NPC. Hast du versucht? Zwei, sieben, sechs, fünf, vier. Geht das? 40? Nee, geht nicht. Es müsste 52. Ja, du hast wahrscheinlich ein paar angeredet, die die gleichen waren. Red einfach mehr an. Geh nochmal alle ab. Sobald du einen Namen siehst, wo du dir denkst, wow, den Namen hatte ich noch nie, dann hast du es wahrscheinlich. Sieben, sechs, vier. Es gibt keine schöne Zahl mehr. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Es wären ein bisschen viele. Ich bin erstaunt, wie viele echte Spieler sich teilweise noch im Untergrund tummeln. Sieht man das? Ich dachte, du kannst es nur mit Passwort machen. Gibt es eine offene Lobby dafür? Anscheinend. Klar, BDSP ist ja schon beliebt gewesen. Vor allem Shiny Hunten ist ja da schon geil. Und der Untergrund ist ja auch die Basen, die man sich bauen kann. Und dann Shiny Hunten ist schon ein cooles Prinzip, was viele gemocht haben, anstatt stupides Resetten oder stupides Eierbrüten. Es hat ein sehr cooles Feeling da unten zu Shiny Hunten, weil du zum einen echt die krassen Chancen hast, wie 1 zu 4000 oder 1 zu 2000 mit den Diktas. Dann musst du dich da koordinieren, dass man genug Diktas sammelt. Und dann musst du auch noch hoffen, dass das Pokémon überhaupt spawnt. Also es ist ein sehr oldschool Shiny Hunt.
und nicht so simpel wie heutzutage. Okay, aber langsam ist Schluss für heute. Wir haben wieder kein Shiny Deoxys gefunden. Also ich brauche es gar nicht sagen, ne? Aber es wird langsam frech. Es ist schon lange frech. Es ist frech einfach. 8 mal 4 ist 32. Bei 32 ist Stopp. Bei 32 verstehe ich die Welt nicht mehr. 32.000 ist, glaube ich, wirklich, dann mache ich eine Pause. Dann kann das Spiel mich mal. Bei 32 wäre 4 mal Odds. Aber in Pokémon laufen und fliehen dauert immer so lange. Ja, aber manche Leute wollen eine Herausforderung haben und nicht einfach nur, so wie ich hier, A spam und einmal B drücken. Ihr versteht meine Verzweiflung langsam? Nee, deine Verzweiflung war noch viel krasser, weil du nur mit einem Spiel gespielt hast. Ich bin lange nicht so verzweifelt, wie du es warst. Wenn ich es nicht live haben wollen würde, um endlich mal ein Shiny wieder live zu haben, hätte ich gar kein Problem, weil dann würde ich das einfach machen, während ich einen Film gucke. Aber hier sitzen und diese 27.000 zu haben, live, stresst. Okay, 2, 7, 6, 4, 8. Ist das eine bessere Zahl? Keine Ahnung. Wenigstens jede Ziffer nicht doppelt. Okay. Schade. Vielen Dank fürs heutige Erscheinen wieder mal. Rosa geht morgen aufs Pearl Jam Konzert, deswegen ich will morgen das Gyarados Video fertig machen und dann nur den Teil reinschneiden, den ich am Sonntag am See aufnehme. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, komme ich morgen online und wir versuchen nochmal Deoxys. Aber Montag geht's los mit Gen 6. Das Shiny wäre die beste Zahl zum Aufhören. Ja. Klick. Also, morgen bin ich vielleicht da, vielleicht auch nicht. Verlasst euch auf nichts, glaubt niemandem, vertraut niemandem, vor allem nicht mir. Und wir sehen uns wieder morgen, wo ich 100% da sein werde. Nein. Schönes Wochenende. Treibt es bunt. Treibt es shiny. Viel Spaß bei der Safari Week, beim Zuschauen oder selber mitmachen. Tüdelü, auf Wiedersehen und see you later, Rabigator. Tschüss. Tschüss, tschüss. Schüssel dort. ja. Bye.